Willkommen im Zentrum Paul Klee. Guten Nachmittag miteinander. Willkommen zu Bern. Schön, dass Sie den Weg zu uns, zum PSI gefunden haben, zu unserem Energy Briefing zum Thema Synfuel. Ich würde gern ganz kurz wissen, wer Sie sind. Es ist immer in diesen Anlässen so die spannendsten Gesichter aus verschiedenen Branchen und Bereichen, die da sind. Wer von Ihnen ist denn aus der Industrie? Ganz kurz zeigen mal mit. Gut, ja. Auch am Laptop war kurz die Hand oben, perfekt, das ist wunderbar. Wer ist da aus vom Bund? Haben wir Bundesvertreterinnen und Bundesvertreter, die sind auch da, perfekt. Die Wirtschaft. Ja, genau, Sie zwei sind dann für alle Fragen aus der Wirtschaft verantwortlich, nachher perfekt. Und die Medien, die müssen auch noch irgendwo sein. Medien sind auch zu zweit da, Medien in Kombination perfekt mit der Industrie. Und NGOs. Ja, auch da NGOs sind vertreten, perfekt, danach auch auf dem Podium, dass alle ordentlich zu ihrer Stimme kommen, perfekt. Wunderbar, Synfuel ist das große Thema, wir kümmern uns natürlich nicht um anstehende Abstimmungen und so weiter, dafür gibt es die lieben kleinen roten Abstimmungsbüchlein mit Infos, sondern heute geht es wirklich darum, was haben denn Synfuel für Potenziale, was heißen Synfuels für unsere Zukunft, woher nehmen wir denn die verschiedenen Ausgangsstoffe, sollen wir selber produzieren, wie viele Anteile können wir selber produzieren, was muss importiert werden, all diese Fragen, die stehen an. Warum wir dieses Thema heute haben, das schauen wir uns an und zwar zusammen mit Professor Thomas Schmidt, Bereichsleiter Energie und Umwelt am PSI. Herzlichen Applaus! Thomas, danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen zu dem Energy Briefing des Paul-Scherrer-Instituts. Wie Stefan Lendi gesagt hatte, wir haben heute das Thema synthetische Treibstoffe, synthetische Kraftstoffe, was ja auch ein sehr medial präsentes Thema ist, auch wenn man in unsere Nachbarländer schaut. Zum Beispiel auch sehr oft politisch eingefärbte Themen, die in der Presse breitgetreten werden. Unser Ziel heute ist, wir wollen informieren, wir wollen den Austausch. Wir haben verschiedene Sprecher und auch in der Podiumsdiskussion verschiedene Vertreter aus verschiedenen Branchen. Wir wollen zur Meinungsbildung beitragen. Wir wollen informieren, wir wollen Fakten definieren. Und eben zum Schluss auch Fragen beantworten, die vielleicht unklar geblieben sind. Das ist unser Ziel. Weiterhin ist unser Ziel natürlich, dass wir eine Veranstaltung haben, die allen Anwesenden, einschließlich auch uns vom Paul-Scherrer-Institut, die Möglichkeit gibt, Netzwerke zu bilden, Connections zu knüpfen und vielleicht auch neue Personen kennenzulernen, und hoffentlich dann auch vielleicht danach weiter im Kontakt zu bleiben, um eben bei spezifischen Themen interagieren zu können. Wir hatten letztes Jahr unser erstes Energy Briefing, da war das Thema Netto Null, Net Zero, und das war sehr erfolgreich, dort sind sehr spannende Kontakte geknüpft worden, die eben dann auch zu sehr vielen Neuerungen oder neuen Projekten und neuen Initiativen gekommen sind. Und genau das ist unser Ziel, deshalb haben wir nachher auch eine Kaffeepause. Wir haben nachher noch ein Apero ganz am Ende, um eben auch die Möglichkeit zu geben, dass wir uns untereinander besser kennenlernen und vernetzen können. Networking steht an und ich glaube, du hast es richtig gesagt, wir haben verschiedene Stakeholder hier und die miteinander zu verbinden, die Gedankenwelten zu vereinen, zu schauen, wo gibt es welche Synergie und wie kommen wir natürlich gemeinsam voran. Genau, das ist unser Ziel und auch aus unserer Perspektive, aus dem akademischen Bereich, für uns ist es natürlich auch wichtig, speziell Inputs aus dem industriellen Umfeld zu bekommen, Input vom Bundesbehörden, von Bundesämtern zu bekommen. Also normalerweise in einem Umfeld, wo wir zwar zu Hause sind und verbunden sind, aber typischerweise nicht immer unsere stärksten Netzwerke sind. Unsere stärksten Netzwerke sind im akademischen Bereich. Da unterhalten wir uns ständig und immer. Und das hier soll das Forum sein, eben genau diese
Branchen, alle, die hier sind, die Stakeholder miteinander zu verknüpfen. Heute Nachmittag dürfen Sie sich natürlich auch mit einbringen, nicht nur beim Netzwerken in der Kaffeepause und beim Networking-Apero. Nach jedem Referat sind ein paar Minuten eingeplant für Fragen und im Ende natürlich die Podiumsdiskussion, die nicht nur hier vorne stattfinden soll, sondern mit Ihnen, mit kritischen Fragen, mit Bedenken, mit Ängsten, mit Freuden, mit Potenzialen, die Sie sehen, dass wir auch Ihr Know-how, auch Ihr Wissen wirklich nutzen können. Das ist das Ziel für den heutigen Nachmittag. Passt das so? Gut, alle zufrieden, alle happy. Dann danken wir dir, dass wir alle Stefan, hier sein herzlichen dürfen. Dank. Dass ihr uns ja, ich danke Ihnen nochmal für Ihr Kommen und freue mich auf eine sehr spannende Veranstaltung. Herzlichen Applaus, Professor Thomas Schmidt. Dankeschön. Danke. Draußen beim Check-in, da gab es so zwei kleine Fläschchen. Hat die jemand gesehen oder begutachtet vorhin? Ja, auch mal aufgemacht, dran gerochen, was es genau ist. Also es geht darum natürlich um Flugzeugtreibstoffe, Kerosin. Kann man denn synthetisches Kerosin herstellen? Wie gut geht das? Da scheint es nicht ganz so einfach zu sein wie bei anderen Bereichen. Wie das genau funktioniert, wo wir stehen mit nachhaltigen synthetischen Treibstoffen, gerade auch wenn es in die Luft geht, das erfahren wir jetzt. Bitte begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus vom BATZL Theo Rindlisbacher. Bitte schön. Ja, besten Dank für diese nette Einführung, liebe Anwesenden. Ich versuche also gleich einen ersten Input zu geben. Ich spreche zuerst über batterieelektrisches Fliegen. Ja, was hat jetzt das mit Synfuels zu tun? Sie werden das gleich feststellen. Ja, ich habe die Ehre, Ihnen heute so ein Produkt vorzustellen, ein Flugzeug für mittlere Strecken, so wie man es wir uns gewohnt sind, mit Passagierkapazität und Reichweite. Und das sieht etwa so aus. Noch Fragen? Also, jetzt ein bisschen realistischer. Es gibt Projekte für batterieelektrisches Fliegen. Das ist vor allem in skandinavischen Ländern im Moment der Fall. Es gibt eine Firma dort. Etwa 30 Plätze sind vorgesehen, eben Reichweiten. Sie sagen 200 Kilometer. Ich habe etwa 5 Stunden Erfahrung auf dem ersten zertifizierten Elektroflugzeug. Es ist ein Zweisitzer für Pilotenschulung. So eine Nische und eben in der Praxis ist das dann alles ein bisschen alles noch mehr reduziert, außer man hat irgendwie noch eine Gasturbine drin im Flugzeug, die dann noch für Reichweite sorgt. Dann geht's. Ja, das Projekt ist angestrebt, also das Flugzeug sieht im Moment etwa so aus. Sie sehen natürlich auch hier, es hat eine dicke Auswölbung unten, dort sind eben die Batterien drin. Zusätzlich müssen wir uns auch der Frage stellen, wenn wir verschiedene Optionen anschauen, ja, was ist eigentlich mit den Emissionen los? Hat das jetzt keine Emissionen oder wie ist das genau? Tja, gehen wir jetzt also, wenn wir sehen, batterieelektrisches Fliegen ist mehr eine Nische, wird eine Nische bleiben. Direkte Nutzung von Wasserstoff. Wasserstoff ist natürlich auch ein Synfuel. Wasserstoff wird es in jedem Fall für synthetische Treibstoffe brauchen, auch für synthetisches Kerosin, aber man könnte es auch direkt brauchen. Und da gibt es ein großes Projekt, wo in Europa Airbus federführend ist. Das ist so eine Projektstudie hier. Ja, wie sieht es denn aus? Das Problem ist, Wasserstoff hat sehr viel Volumen. Es ist zwar leicht, aber es hat sehr viel Volumen. Und wenn man jetzt praktikable Reichweiten will, dann muss man den verflüssigen. Da kommt man nicht drum herum. Die Natur gibt das vor. Verflüssigen heißt runterkühlen auf minus 253 Grad Celsius, nahe des absoluten Nullpunkts. Und da beginnen die riesigen Probleme. Natürlich, Ingenieurinnen und Ingenieure haben Freude, komplexe Probleme zu lösen. Und da wird man schon etwas weiterkommen. Aber man muss doch sehr vorsichtig sein. Es sind riesige Anforderungen, die da zu lösen sind. Nichtsdestotrotz, man versucht es, man arbeitet daran.
Und man muss aber sich bewusst sein, dass man eine Kette hat von Dingen, die es braucht, die man früher nicht brauchte, auch Infrastruktur und so weiter, die man zuerst aufbauen müsste, dann die Zeit, die vergeht, bis man die Flugzeuge überhaupt in den Flotten hat und so weiter. Also es gibt viele Konsequenzen, die daraus entstehen. Und wenn man jetzt an die Nutzung des Wasserstoffs denkt, also die Antriebseinheit, okay, es gibt Brennstoffzellen, da ist man einfach begrenzt aus physikalischen Gründen mit der Leistung, die man in einem Flugzeug einpacken kann, also mit Spannung, mit der Spannungslimitierung, wie dicke Kabel, dass man überhaupt verwenden kann und so weiter. Dann muss man bei größeren Flugzeugen, relevanten Flugzeugen, muss man eigentlich den Wasserstoff verbrennen. Und wenn man Wasserstoff verbrennen muss, dann hat man nicht keine Emissionen. Also das am Flugzeug steht Zero E, das ist einfach ein Marketing-Gag, oder? Da kommt natürlich Wasserdampf raus, das ist dann schon mal klar. Und aber wenn man eine Gasturbine hat und man nimmt Luft, dann gibt es auch Stickoxid. Das ist ein großes Problem. Da wird daran gearbeitet, aber es ist ein Problem, also man hat nicht Zero Emissions. Also das Ziel ist ein so kommerzielles erstes Exemplar etwa 2035. Wir können gespannt sein, aber eben meine Message ist hier auch da, das ist nicht wirklich das, was schnell geht oder was uns da den ganz großen Reduktionsimpact gibt. Das ist eine wichtige eine Zusammenstellung in diesem Zusammenhang, also der unmittelbare Anwendungsbereich nachhaltiger Drop-in-Treibstoffe. Ich fasse das etwas weiter. Die Bezeichnung ist SAF, Sustainable Aviation Fuel. Das kann auch Biogene, also Abfall, zum Beispiel Abfall, organische Abfälle sein und natürlich die synthetischen, was man als synthetische Treibstoffe bezeichnet. Komme ich später noch darauf. Und Sie sehen jetzt auf der linken Seite in der linken Spalte sehen Sie so Flugzeugkategorien und das ist aufgeteilt im Prinzip nach der Reichweite, nach der Passagier-Payload-Menge, nach der also Flugzeit im Prinzip oder Distanz und dann auch in ganz klein der Anteil der globalen CO2-Emissionen, die diese Kategorien aufweisen, von oben nach unten auf der linken Seite. Und dann nach rechts sehen Sie sozusagen eine Zeitskala und dann sind Technologien eingetragen. Sie sehen die drei Technologien, also synthetische Treibstoffe oder eben SAF. Dann sehen Sie elektrische oder Kombination und Wasserstoff, Brennstoffzelle oder Wasserstoffverbrennung. Und Sie sehen, dass das eben nach unten, außer beim synthetischen Treibstoff, extrem ausdünnt. Da gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten. Und nach rechts in der Zeit, sogar nach rechts in der Zeit, wenn Sie die untersten zwei Zeilen anschauen, sehen Sie dabei praktisch nur SAF übrig. Und das ist wichtig, oder? Einfach drei Viertel ungefähr der globalen Emissionen kommen von Flugzeugen, die in diesem Bereich sind. Also wir können schon oben, so wie das skandinavische Beispiel, dieses Elektroflugzeug kann man bauen, aber im Prinzip ersetzt man dort Flugzeuge, die so kleiner 1% Beitrag haben. Also rein einfach treibhausgasmäßig betrachtet. Und das ist sehr wichtig. Also darum komme ich zur ersten Kernaussage. Jetzt muss ich ein bisschen, muss ich kurz hier sehen, weil ich sehe nicht ganz scharf nach einer Augen-OP. Nachhaltige Drop-in-Treibstoffe, längerfristig synthetische kerosinähnliche Treibstoffe sind die bedeutendste Maßnahme zur Reduktion der Klimawirkung im Luftverkehr. Sie sind unmittelbar einsetzbar, eigentlich in allen wesentlichen Flugzeugen. Also man muss nichts anpassen. Allerdings, man kann sagen, okay, wir haben eine Limitierung im Moment von 50% Beimischung. Aber wir haben auch natürlich nicht viel von diesen Treibstoffen. Im Moment ist das nicht das Problem, diese Limitierung. Das geht lange, bis wir diese Limitierung ausnutzen. Aber es ist so, dass die Hersteller materialtechnisch die neuen Flugzeuge so anpassen, dass man keine Materialkompatibilitätsprobleme hat. Also für die Verbrennung ist es besser, ist es einfacher. Für die Gasturbinen sind diese Treibstoffe sowieso besser.
Aber für die ganzen Materialien, die verbaut sind, gibt es zum Teil eben Anpassungen, die nötig sind. Und wichtig ist eben, ja gut, warum macht man das eigentlich? Der Fokus ist natürlich die Reduktion fossiler CO2-Emissionen, das ist klar. Aber wir haben Co-Benefits und das geht sehr relevant über die Reduktion der ultrafeinen Rußpartikel und auch zum Teil Reduktion von flüchtigen Partikeln, das heißt, weil die Treibstoffe keinen Schwefel mehr drin haben. Schwefel ist nicht gut und hat im Zusammenhang mit den Wolkeneffekten eben eine Bedeutung. Also wir können im Prinzip die Zusammensetzung von Kondensstreifen so ändern mit diesen Treibstoffen, dass sie weniger strahlungsaktiv sind. Das ist ein Co-Benefit. Und der dritte Punkt ist natürlich über die Rußreduktion, die Verbesserung der Luftqualität an Flughäfen. So, jetzt natürlich, also wie werden diese Treibstoffe hergestellt? Also meist aus Altspeiseölen oder anderen organischen Abfällen. Das ist einfach das Billigste im Moment. Und es ist auch so, dass es sehr wenig Input-Energie braucht. Also vom Energiehalt her ist Treibstoff vielleicht nur 5% oder so in dieser Größenordnung an Strom beispielsweise. Von dort her ja, ist alles drin, Wasserstoff ist drin und der Kohlenstoff ist auch drin. Es gibt Weiterentwicklungen für weitere Quellen, im aktuell 7 Herstellungspfade. Dann natürlich wichtig, und das ist unsere internationale Arbeit auch, dass eben die Randbedingungen, die Bedingungen so gesetzt sind, die Vorschriften so gesetzt sind, dass man nicht Nahrungs- und Futtermittel konkurrenziert für diese organischen Quellen. Das ist keine Option. Dann ist aber klar, wenn man sich den Bedarf anschaut, dass auch wenn eigentlich sehr viel Abfall generiert wird, also da kann man schon noch einiges rausholen, weil einfach unsere Gesellschaften hier sehr viel Abfall erzeugen, den man dann nutzen kann wenigstens. Aber es reicht nirgends hin auf lange Frist. Das heißt, deshalb müssen wir einen Schritt weiter gehen und die sogenannten synthetischen SAF auch produzieren. Jetzt etwas, was uns sehr am Herzen gelegen hat, immer. Wenn wir verschiedene Optionen prüfen, wir versuchen, das ganze Bild anzuschauen. Das ist auch meine Message heute. Das ist eine wichtige, die zweite wichtige Message. Also es reicht nicht, dass ich meine Schweizer Grenze anschaue. Im Luftverkehr sind wir sowieso international ausgerichtet. Wir schauen, was hat das für Konsequenzen. Die meisten Emissionen der Flüge ab Schweiz, 98%, finden im Ausland statt, oder? Also wir müssen das Ganze im Blick haben. Also bei der Herstellung das kann irgendwas sein, Treibstoff sein, aber auch andere Produkte. Was steckt in der Kette dahinter, von den Rohstoffen, Verarbeitung, Energie? Und da haben wir eben mit dem PSI auch eine gute Zusammenarbeit gestartet mit den Leuten, die solche Sachen explizit untersuchen, diese Ketten, und schauen, die Welt ist halt fossil getrieben, Rohstoffextraktion ist fossil getrieben und so weiter. Wie können wir das optimieren? Welcher Weg gibt uns am Schluss am wenigsten CO2? Und das ist jetzt eben ein Beispiel jetzt für einen mit Strom, CO2 aus der Luft zum Beispiel, Wasserstoff aus Wasser, generierten synthetischen Treibstoff, wo man also viel Strom braucht. Und jetzt sieht man eigentlich, wir haben horizontal so eine Linie, wo der Fußabdruck für fossilen Kerosin etwa steht. Also es ist einfach ein qualitatives Beispiel. Und dann sehen Sie unten auf der X-Achse, sehen Sie quasi den Gehalt von Treibhausgasen pro Kilowattstunde aufgeteilt nach verschiedenen Kraftwerkstypen oder Generierungsarten. Und das ist gar nicht so bekannt, haben wir festgestellt, oder? Also auch in der Schweiz, wir haben irgendwann Wasserkraftwerke gebaut, wir haben Beton gebraucht und so weiter. Aber da kommt die Lebensdauer noch hinein. Also wenn man ein Kraftwerk baut und eine lange Lebensdauer und man schaut, wie viel Energie wird generiert, wie viel hat man reingesteckt an CO2, über die Lebensdauer pro Kilowattstunde, dann sind eben AKW, Wasserkraft, die sind extrem tief.
Auch Wind nach den Rechnungen, die wir gesehen haben, ist tief. Photovoltaik ist auch tief, aber bereits etwa ein Faktor 10 so höher. Das sind einfach grobe Hausnummern. Das muss man nicht aufs Gramm genau anschauen. Und dann haben Sie noch den Schweizer Strommix. Ja, was ist jetzt da los? Weil wir haben ja vor allem Wasserkraft und AKW. Warum ist es dort jetzt bei 100, 120? Das ist wegen dem Winterimport. Außerhalb der Schweiz ist stark fossillastig, außer Frankreich. Und beim Import, wenn man das einrechnet, kommt man eben am Schluss so um die 100 im Moment. Und jetzt sehen wir, wenn wir eine Anlage anstecken würden, einfach ins Schweizer Stromnetz, dann sehen wir, nach dieser Grafik haben wir keinen Benefit, wenn wir einen synthetischen Treibstoff machen. Also wir müssen eigentlich nach links runter, wir müssen Quellen haben für den Strom, die möglichst weit links sind, dann haben wir über alles gemessen möglichst viel Reduktion. Ich habe Ihnen rechts noch so drei Plots, eben wegen diesem CO2-Gehalt von Strom, über alles gerechnet, rausgeprintet. Das ist von, Sie haben unten den Link, Electricity Maps heißt das. Das hält wissenschaftlichen Betrachtungen stand. Und da sehen Sie so eine Darstellung des gesamten CO2-Gehalts über die letzten 12 Monate für die Schweiz, dann für Deutschland und Norwegen. Norwegen hat wahnsinnig Wasserkraft ausgebaut. Und das ist auch der erste Ort, denke ich, in Europa, wo in grösserem Maße synthetisches Kerosin hergestellt werden wird, in ein paar Jahren, also direkt aus Wasserkraft wird das kommen. Und Sie sehen anhand dieser Grafik, das macht natürlich dann einen sehr großen Sinn. Gleichzeitig haben Sie auch tiefe Preise. Also wenn ich jetzt diese Kettenbetrachtung zusammenfasse, dann muss man einfach sagen, was wir auch machen, in der Luftfahrt, wir kriegen nichts gratis energiemäßig. Es ist eine komplizierte Folie, aber ich möchte damit Folgendes darstellen. Also, wir haben ganz links den fossilen Fall. Und jetzt sehen Sie den dunkelgelben Balken, das ist die Energie, die man jetzt für einen Flug braucht. Sagen wir so einen mittleren Flug, 2000 Kilometer in einem mittelgroßen Flugzeug. Dann haben Sie einen Balken obendrauf. Das ist die Energie, die es braucht, um das Kerosin bereitzustellen. Von der Extraktion bis Raffinierung bis Transport. Es ist etwa 25% mehr, als das Kerosin selber Energie hat. Also müssen dort etwas drauf tun. Das heißt, der grüne Balken links, das ist alles, was man dort in Primärenergie reinsteckt. Wenn ich jetzt auf die synthetischen Treibstoffe gehe, dann haben wir festgestellt, und das ist nur eine Hausnummerbetrachtung hier, wir brauchen etwa doppelt so viel Primärenergie. Aber wir haben auch festgestellt, wenn wir auf Wasserstoffflugzeuge gehen, braucht es etwa doppelt so viel. Und wenn wir jetzt eine Superbatterie bekommen, die es heute noch nicht gibt, aber viel, viel leichter als sie heute sind, und dann auch dort brauchen wir viel mehr Energie. Das ist ganz anders als bei den Motorfahrzeugen zum Beispiel. Weil hier das Gewicht, das ist enorm, oder wie das reinschlägt in die Energiebedarfsrechnung. Und warum ist bei synthetischen jetzt viel mehr als das der fossile Teil enthält? Weil man nicht Umwandlungsverluste hat. Warum ist bei Wasserstoff, der hat weniger Umwandlungs- oder Prozessverluste, weil man dort das CO2 nicht verarbeiten muss. Dafür müssen wir runterkühlen auf minus 253 Grad. Jedes Mal vor dem Betanken. Müssen Sie sich vorstellen, am Flughafen Zürich so eine Raffinerie, die Wasserstoff verflüssigt, und dann brauchen Sie noch ein Kraftwerk dazu. Und bei Batterie eben, das haben wir eingenommen, um zu sagen, ja, das Gewicht wird auch bei Superbatterien wird das Gewicht viel höher der Flugzeuge, also man braucht dann sofort mehr Energie. Und jetzt kommt der nächste Schritt, das ist jetzt der Umweltaspekt. Und das ist auch einfach eine bildliche Darstellung. Es geht nur ums Prinzip. Also wenn wir so eine graue Wolke haben links, die einfach darstellt, ja, das sind jetzt die Treibhausgasemissionen des fossilen Flugs, dann kommen wir mit dem synthetischen Treibstoff über alles gerechnet, nicht auf null. Habe ich Ihnen vorhin gezeigt, aber
wir kommen weit runter und wir kommen sofort runter, wenn wir können das Ding reintanken ab morgen. Jetzt bei Wasserstoff, dort habe ich Fragezeichen drin, wir haben das diskutiert. Es ist komisch, dass die ganze Klimawirkung, wenn man dreimal so viel Wasserdampf emittiert auf gleichen Flughöhen wie heute, muss man eigentlich statistisch damit rechnen, dass man mehr Wolken kreiert. Also Wasserdampf ist zwar aus dem Flugzeug, ist nur ein ganz kleiner Teil dieser Wolken, die entstehen, aber trotzdem, es ist einfach nicht, bis jetzt nicht richtig untersucht und man baut schon und weiß eigentlich nicht, wie ist dieser Effekt zu gewichten. Wird das schlimmer oder wird es besser? Dann braucht es neue Infrastruktur. Zum Beispiel, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und dann bei der Elektrifizierung, dort haben wir in der Kette natürlich einen extremen Anstieg des Metallbedarfs zum Beispiel. Und ein spezielles Thema, das jetzt noch nirgends erschienen ist, aber das weiß ich jetzt aus der praktischen Elektrofliegerei, die Batterien werden so stark beansprucht, eben wegen dem Gewichtsproblem, dass die nicht lange halten. Also die halten nicht so lange wie bei Elektrofahrzeugen auf der Straße bis heute. Und das muss man dann einrechnen. Darum sehen Sie diesen Balken, oder? Darum kommt dieser Fokus auch beim Batzel, dass wir sehen, es ist nicht das Einzige, aber diese synthetischen Treibstoffe sind wirklich extrem wichtig. Aber wir müssen bei der ganzen Geschichte die ganze Kette der Umweltwirkung betrachten und bewerten. Und hier einfach nochmals, oder? Also Inlandbetrachtung und dann eigentlich, was wir ziehen und auch Treibstoff einkaufen, Treibstoff irgendwo produzieren lassen, Material produzieren lassen, ist eigentlich Konsum. Und wir wissen auch bei den Erhebungen des BAFU beispielsweise, dass im Moment so grob 2/3 der Treibhausgasemissionen, die wir eigentlich verursachen, sind außerhalb, die erscheinen nicht in unserem Treibhausgasinventar in der Schweiz. Darum auch bei Treibstoffen für uns ist das wichtig, dass wir das beachten. Also ich nehme an, dass Sie schon viel wissen über die Gewinnung. Einfach ganz einfach zusammengefasst, der normale Weg war eben Öl aus dem Boden, Luft dazu, das Zeugs verbrennen. Man will Energie freisetzen durch die Verbrennung, das ist ja das Ziel. Leider gibt es CO2, es gibt auch Wasser. Und dann ist die Frage, können wir das Zeugs umdrehen, diese in Umkehrrichtung fahren, damit wir wieder beim Treibstoff sind und rückwärts gehen. Also wir haben Energie gewonnen und wenn wir umgekehrt gehen wollen, müssen wir Energie reinstecken. Und wir müssen wesentlich mehr Energie reinstecken, habe ich Ihnen vorhin gezeigt, als dass wir gewinnen können. Also gut das Doppelte. Was auch ein Treiber ist natürlich, wenn man Treibstoffe synthetisiert, kann man sie designen und man kann sie so designen, dass es eben weniger Nicht-CO2-Emissionen gibt. Also die möchten wir natürlich auch weghaben. Jetzt bei der Synthese, was nimmt man für Quellen? Etwas sehr Einfaches, aber natürlich nicht einfach ewig Zukunftsträchtiges ist, wenn man Industrie-CO2 hochkonzentriert gerade abfängt und dann recycelt. Man muss nur schauen, dass man es nicht zweimal zählt in der Fabrik und dann beim Flugzeug auch nochmal die Reduktion. Man kann nur einmal zählen. Aber das ist natürlich eine praktische und im Moment die günstigste Variante. Dann biogene Quellen, die Luft, CO2 aus der Luft aufkonzentrieren. Und ja, jetzt eben wegen der Energie. Und da habe ich den weiteren Input, ja, wie ist es jetzt mit Energiebedarf und was kann die Schweiz überhaupt? Und Sie kennen die Energiesituation. Also Strom, da werden natürlich immer Solarpanels und Windkraftwerke gezeichnet, haben wir jetzt auch gemacht. Und es gibt noch einen weiteren Weg, der ist noch nicht bekannt, der geht nicht über Strom, sondern der nutzt die Sonnenwärme direkt, solarthermische Synthese. Ich picke jetzt mal raus den elektrischen und ein paar Überlegungen zu der Situation in der Schweiz und ich picke nur raus die Photovoltaik. Auf der linken Seite haben Sie Produktion, auf der rechten Seite haben Sie Verbraucher. Und ich habe Ihnen ein kleines Elektroflugzeug gezeichnet und die Striche rechts, die sollen darstellen, das Elektroflugzeug wird zu bestimmten Zeiten geladen und wenn es geladen wird, dann
braucht es viel Leistung. In diesem Moment braucht es viel Energie pro Sekunde. Und unten ist eigentlich dann eine Treibstoffherstellung. Wie kann man damit umgehen, mit dieser Energie? Auf alle Fälle hätte ich dort einen Energiespeicher, den ich einfach wie heute beliebig dann abzapfen kann. Und was geschieht jetzt von links nach rechts? Also bei Photovoltaik, das wissen Sie, in der Nacht kein Strom und wir haben nicht so viele Volllaststunden in der Schweiz. Also das heißt, der große Teil ist einfach im Sommer und im Winter, also im Dezember, Januar. Wer von Ihnen auch eine Anlage hat, weiß, wie es im Dezember, Januar aussieht. Ist einfach nicht viel. Das heißt, wir haben einen Mismatch eigentlich, wenn wir diese Stromgeneratoren nehmen, zwischen links und rechts. Und eigentlich müssten die Produktion und die Last übereinstimmen. Und darum braucht es ein Element in der Mitte und das wird irgendwie oft, oder wurde das vergessen, oder? Sie müssen einen Kübel haben, wo Sie das Zeugs bunkern, damit Sie dann lastgerecht verteilen können. Und eben, okay, wir haben in der Schweiz Stauseen, da sind wir im Vorteil, topografisch. Und natürlich hat man sich überlegt, wenn wir nicht mehr Stauseen bauen können, wenn wir da an den Anschlag kommen, dann müssen wir irgendwie zum Beispiel auch auf Wasserstoff gehen. Und dann halt Wasserstoff zwischenspeichern, dann haben wir auch so einen Zwischenspeicher. Aber es gibt Verluste. Und das ist jetzt schon beim direkten Weg, muss man wissen, also wenn wir jetzt ein Flugzeug elektrisch laden wollen und wir gehen dann von Wasserstoff wieder zu Strom, dann haben wir Riesenverluste. Und es ist wichtig, dass man die ganze Kette eben einbezieht. Und es ist nicht einfach so Windrad, Photovoltaik und dann Stecker und dann geht's, sondern dieser Zwischenschritt ist wichtig. Was haben jetzt die Synfuels hier zu tun? Die kommen eigentlich so vereinfacht auch in diesen Bereich. Und man kann einfach sagen, das ist unsere Analyse im Moment, man hat etwas mehr Spielraum, mit diesen Fluktuationen umzugehen, um so Anlagen zu betreiben, aber eben die Volllaststunden, die wir in der Schweiz haben, das ist schwierig, da kompetitiv zu sein, oder wir sind ein kleines Land mit wenig Fläche auch. Das ist so unsere Einschätzung, oder? Ist schwierig. Aber Sie sehen also, plus Energiespeicher, dann kann man die Gleichung zum Stimmen bringen, das System zum Funktionieren bringen. Also diese Energiespeichergeschichte, und da können eigentlich die synthetischen Treibstoffe eine große Rolle spielen, die ist sehr wichtig. Also das heißt zusammengefasst, unsere Einschätzung, der Mangel an Volllaststunden der solaren Energiegewinnung in der Schweiz im Winter ist primär, lässt kaum eine wirtschaftliche Produktion von nachhaltigen synthetischen Drop in Treibstoffen mit neuen erneuerbaren Energien zu. Und dafür würde Wasserkraft benötigt, aber wissen wir ganz genau, wir hätten sie auch dringend nötig für Wärmepumpen und eben direkte Elektrifizierung. Und wir haben das abgeschätzt. Wir nehmen den heutigen Energiebedarf der Luftfahrt, also die Kilowattstunden, die heute, also vor der Pandemie, bezogen wurden ab Schweiz und mit den Produktionsverlusten zusammen, wir sehen, wir bräuchten 70% der heutigen Schweizer Stromproduktion. Das zeigt einfach, wie wir extrem gewohnt sind, enorme Energiemengen zu beziehen. Das ist so simpel mit den Fossilen, oder? Aber das sind eigentlich riesige Energiemengen. Dann haben wir eben das Problem, dass diese neuen erneuerbaren Energien sehr viel Fläche brauchen, aber etwas weniger, als wenn man jetzt Agrarfläche nehmen würde. Wir haben auch abgeschätzt, die ganze Fläche der Schweiz müsste man nehmen, nur für den Luftverkehr, wenn man das agrarmäßig anbauen wollte. Das ist ein Problem. Also meine dritte, letzte Kernaussage, eine maßgebliche Produktion von nachhaltigen Drop-in-Treibstoffen wird nicht in der Schweiz stattfinden. Und eben, das ist mehr eine persönliche Bemerkung, wir haben uns Ziele gesteckt und wir müssten eigentlich auch von der Seite des Energiebedarfs arbeiten. Oder? Also ich persönlich sehe da Schwierigkeiten, wenn wir diesen Level an Energiemengen, die wir beziehen, beibehalten wollen.
Das wär's. Das sind die Zusammenfassung der Kernaussagen. Herzlichen Applaus, Theorie Nussbacher. Wir haben hier eine sogenannte Catchbox erhalten. Da müsste ein Mikrofon drin sein, was man auch hört. Hat denn jemand von Ihnen Fragen oder Kommentare? Sie sind skeptisch wegen dem Würfel noch im Moment. Genau. Also ich bringe ihn mal zu Ihnen. Sie dürfen den dann nachher gerne auch weiterwerfen zu den Kollegen. Sie haben da das Talent zu werfen. Ihre Frage, bitteschön. Also Herr Endlisbacher, ich fand das wirklich spannend, was Sie jetzt da gezeigt haben. Aber eine Frage, die mich immer noch umtreibt, wieso schaut man nicht die Option Zeppelin noch einmal genauer an? Da hat man weniger Startenergie, weniger bei den Landungen und so weiter. Ich weiß, alle Leute haben Angst wegen dem, noch dem Hindenburg-Vorfall, aber dort haben immerhin 75% der Passagiere haben überlebt. Und der Wasser, also dort war man ja, hat man ja Wasserstoff als Auftriebgas verwendet und der Wasserstoff, der ist oben weggebrannt und die Leute, die Verbrennungen hatten, die hatten von den, vom Erdöl oder von dem Benzin für die Motoren die Verbrennung, nicht vom Wasserstoff. Ja, einfach das als Frage. Also, ich kann Folgendes sagen. Man müsste, also wenn man es jetzt umweltmäßig nur betrachtet, dann müssen wir jetzt so eine Gesamtanalyse machen. Mal, he? Da genau. Habe ich keine Ahnung. Einverstanden. Und das müssen wir jetzt mal machen. Und das andere ist, man vergisst, wenn man über Energieverbrauch in der Luftfahrt spricht, eigentlich sind das die effizientesten Geräte, es tönt komisch, wenn ich das sage, aber Sie müssen einfach sich vorstellen, die Durchschnittsgeschwindigkeit ist 800 Kilometer pro Stunde. 800 km pro Stunde. Wenn Sie am Boden, auch wenn Sie mit einem Zug irgendwie in die Gegend von 300 kommen, dieser Energieverbrauch auch beim Zug, der explodiert. Und die 800 km pro Stunde, die schafft man heute, heute ist man etwa bei 2,8 Liter pro 100 Passagierkilometer. Das ist eine ungeheure Effizienz, wenn man eben überlegen muss, die Geschwindigkeit. Und jetzt, was ist der Zusammenhang mit Ihrer Frage? Wir haben den Leuten, den Herstellern auch schon gesagt, baut doch Flugzeuge, die etwas langsamer fliegen. Reduziert die Geschwindigkeit um 50 km pro Stunde, um 100 km pro Stunde. Dann die Physik spielt, dann werden die noch viel sparsamer. Also das ist nicht ein linearer Zusammenhang, sondern ein exponentieller. Und da war absolut, da hat gesagt, das geht nicht, wir können die nicht verkaufen, das ist im Moment nicht machbar, also die Reisezeit. Wobei eben, wenn die Reisezeit länger würde, dann hätte man vielleicht einen Effekt, dass sich Leute überlegen, gehe ich jetzt so weit, oder? Dann hätte man einen kombinierten Effekt, um Energie zu sparen. Also ich denke, das Zeppelin-Problem würde dort scheitern und der Reisegeschwindigkeit. Ja. Danke. Danke für die Frage. Wir geben den Würfel weiter. Ach, gerne. Wir versuchen das mal, ob das auf die Distanz geht. Bitte schön. Jawohl. Sehr elegant. Herzlichen Dank. Mein Name ist Daniel Hofer von Avenergy Suisse. Ich finde, Sie haben das sehr gut dargestellt, die Ausgangslage eigentlich, die wir antreffen. Und jetzt kommt ja dieses Mandat zuerst in der EU und dann wahrscheinlich auch in der Schweiz, dass man SAF beimischen muss in einer steigenden Quote. Und da stellt sich mir schon die Materialfrage. Also gibt es überhaupt genügend SAF im Markt, der dann dieses Mandat erfüllen könnte? Bis jetzt wird HVO gebraucht, aber da ist es irgendwo ja auch mal limitiert. Besonders dann, wenn es nur Used Cooking Oil als Rohstoff gibt. Weil so viel Pommes frites können wir gar nicht essen, um das zu betreiben. Ja. Und die Kapazitäten, um die synthetischen Treibstoffe dann in genügendem Ausmaß herzustellen, die gibt es ja auch noch nicht. Also das alles braucht Zeit. Wie sehen Sie da dieses Mandat auf der einen Seite und dann die Zeitkomponente beim Bereitstellen des notwendigen Materials? Gerne da ganz kurz noch den Kontext. Ja. Zur EU, das heißt, die EU plant eine schrittweise Einführung, dass
gesetzlich vorgeschrieben wird, bestimmte Prozentanteile an SAF, die eingesetzt werden müssen, mit kontinuierlicher Steigerung über die Zeit. Das ist der Kontext, wenn wir das so richtig verstehen, oder? Richtig, aber es ist auch im Vorschlag jetzt für das neue CO2-Gesetz, ist das für die Schweiz auch drin. Also genau, das haben wir reingearbeitet, sagen wir mal so. Genau, also die Schwierigkeit ist eigentlich, dass man eine Balance findet zwischen einem Schaffen eines Marktumfeldes und der Möglichkeit, diese Menge dann produzieren zu können. Also diese Balance, das ist wirklich schwierig. Also wir haben sehr viel internationale Kontakte, das ist eine internationale Arbeit, also das geht über die EU hinaus, auch USA. Und dort sieht man einfach, ja, die Analysen bisher, die man gemacht hat, zeigen, man kann mit 2% im Prinzip starten, das schafft man, das ist absehbar jetzt. Und dann hat man also in 5-Jahres-Schritten versucht zu rechnen. Und man hat einfach gemerkt, wenn man eine Marktsituation schafft, die das jetzt ein bisschen antreibt, dann kriegt man plötzlich Investoren, weil man kriegt die kriegen Sicherheit, dass man den verkaufen kann, weil er ist teurer. Was die spezielle Herausforderung ist bei synthetischen, rein quasi eben energieproduzierten, ist einfach der höhere Preis, oder? Also jedenfalls am Anfang. Darum wurden dort niedrigere Beimischquoten definiert und man musste das also abschätzen und ausrechnen. Wir haben das Gefühl, das ist jetzt nicht schlecht angedacht, aber wir werden das jetzt fortlaufend Jahr für Jahr anschauen müssen. Und spätestens, wenn man es dann in einer Umsetzungsphase hat. Ich bin noch froh, dass ich meinen Kollegen dabei habe, der ist dann der Superspezialist für diesen Teil. Und können Sie bei ihm dann auch noch in der Kaffeepause oder so nachfragen. Oder nachher auf dem Podium. Oder Daniel Hofer ist ja mit uns auf dem Podium nachher, wo wir gerne auch vertiefen können mit dem Kollegen. Und eben, wenn alles schief geht, langsamer fliegen und beim Fliegen Pommes frites essen, dann geht es so wieder auf. Ganz genau. Gibt es noch weitere Fragen, die derzeit noch gestellt werden wollen? Ja, einmal ganz weit hinten. Machen wir das so halb elegant hier rüber. So, bitteschön. Ja, hallo, guten Tag. Alexander Weiser von Helbling Technik. Zuallererst einmal eine kurze Aussage. Wasserstoff kann man auch druckspeichern, nicht nur kryogen. Ob das jetzt sinnvoll ist in der Aviatik oder nicht, wollen wir nicht besprechen. Die Frage ist, die Materialien, die sich ändern müssen in den Triebwerken, um 100% Mix zu erreichen mit den Fuels. Was muss sich da genau ändern? Aha, okay. Also eben Druckspeicherung ist einfach zu viel Volumen. Die Flugzeuge würden so wahnsinnig voluminös, dass man so viel Luft in den Stand hat, man kann es vergessen. Also das geht für kleine Flugzeuge, können Sie das machen. Für so 4-Sitzer, 6-Sitzer kann man mit Druckspeicherung vielleicht 1000 Kilometer schon hinkriegen, so kleine Flugzeuge. Also die Materialien, das sind vor allem Dichtungen. Es sind gummiartige Dichtungen. Die brauchen, die haben bisher bestimmte Aromaten gebraucht, damit sie schön schwellen und schön dichten. Und wenn man keine Aromaten mehr hat, diese Treibstoffe sind, kann man aromatenfrei produzieren. Das ist sehr gut für die Umwelt und für das Emissionsverhalten. Aber dann beginnen die zu lecken, die Flugzeuge, wenn man sie so betankt. Also muss man einfach die Materialien, diese Dichtungsmaterialien sind es primär. Für das Triebwerk selber spielt das keine Rolle. Also für die Treibstoffeinspritzung ist es sogar ein Vorteil, wenn man keine Aromaten drin hat. Okay, Folgefrage daraus. Das heißt, Wartungsfenster würden auch wachsen und Wartungen wären weniger intensiv? Diese Aussage, das kann ich nicht beantworten. Da müsste ich mich weit aus dem Fenster lehnen, das kann ich nicht beurteilen. Okay, merci. Perfekt. Und gleich die nächste Folgefrage aus dem Blog da drüben, gerne. Ja, Regina Wetz von der ZHW. Ja, vielen Dank für diesen umfassenden Vortrag. Ich habe eine Anmerkung und eine Frage. Auf der einen Seite, Sie hatten hier die Kernaussagen schön aufgeführt. Ihre letzte Aussage, wir müssen vielleicht auch weniger fliegen. So habe ich Ihre Einsparungen auf der Nachfrageseite sozusagen. Die fehlt mir hier noch etwas, weil so wie Sie es ausgeführt haben, scheint es ja eigentlich gar nicht anders zu gehen, weil
ja, egal wie wir fliegen wollen, wenn wir CO2 senken wollen, wird das sehr wichtig werden. Eine Frage, die ich hatte, war, ganz am Anfang hatten Sie diese Tabelle gemacht mit den Batterieflugzeugen etc. Und Sie hatten gerade dem Herrn bezüglich Zug angewiesen, das hat was mit der hohen Geschwindigkeit. Würden Sie mir zustimmen, dass aber für diese kurzen Strecken, wo jetzt verschiedene Alternativen vorgestellt worden sind, der Zug wahrscheinlich trotzdem noch am umweltfreundlichsten wäre? Also, aber das sind immer die schwierigen Fragen. Würden Sie mir zustimmen, dass? Ja, genau. Vorsicht bei der Beantwortung. Genau, würden Sie mir differenzieren, man muss es differenzieren. Zuerst würde ich differenzieren zwischen Treibhausgas oder Klimawirkung und Umweltwirkung. Und dann ist Treibhaus ist eine Teilmenge von Umwelt. Und also ich habe auch nichts gegen Nachtzüge zum Beispiel persönlich, aber ich möchte darauf hinweisen, Umwelt hat auch mit Lärm zu tun, beispielsweise. Also Umweltwirkung, ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten. Es ist ganz klar, es wird mehr Treibhausgase geben, wenn man so einen Kurzstreckenflug macht, als wenn man eine Zuglinie hat. Das ist diskussionslos. Das ist der Zug viel, viel besser. Aber Umweltwirkung im Gesamten, das ist schwieriger. Und eben das Zweite, was wichtig ist, oder? Es ist einfach der Anteil. Also wenn man jetzt innerhalb eines von 0,3% irgendwie 0,0 irgendetwas ändert mit einer Maßnahme, aber man hat irgendwie 3/4 der Emissionen anderswo. Das ging mir mehr um das. Also man muss auch immer überlegen, wo ist der wirklich große Hebel? Oder? Vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch ein Kommentar. Ich fand es sehr schön, wie Sie die Übersicht gemacht haben mit den verschiedenen Stromerzeugungen und was da die, sagen wir mal, die Liefer-, also die Lifecycle Emissions sind. Sie ist nur sehr statisch. Sie hatten AKW ganz links und Photovoltaik schneidet schlechter ab. Ich habe das Gefühl, die Aussage, dass wir praktisch alles ganz links nutzen können in der Schweiz zukünftig, ist schwierig. Also wir müssen auf jeden Fall Photovoltaik mit reinbringen. Und ich höre jetzt schon von Seiten der Industrie, dass sie sagen, ach nee, ich kaufe lieber den grauen Strom, statt dass ich als PV, weil PV schlechter abschneidet. Also weil zum Beispiel ihre Stromanbieter ihnen Wasserkraft und Nuklear anbieten. Deswegen, also man muss dynamisch sehen, wir steigen aus der Kernkraft aus, also wird zugebaut werden und es muss PV in der Schweiz sein. Also das ist nur noch so eine Aussage, die mir jetzt leider häufiger zu Ohren gekommen ist, dass Unternehmen nicht investieren in PV, weil sie in ihren Treibhausgasbilanzen schlechter dastehen würden, als wenn sie zukaufen. Ja, also das geht natürlich jetzt, das geht über das Luftfahrtthema hinaus. Es ist einfach ein Energieversorgungsthema natürlich. Aber es ist schon wichtig, dass man sieht und dass die PSI-Leute, die differenzieren das schon. Also zum Beispiel kommt es darauf an, wo das Panel herkommt. Das gibt einen weiten Bereich, wie viel Lifecycle Emissions es gibt. Und ich habe gesagt, das ist ziemlich plakativ, aber es ist trotzdem wichtig, dass man das im Auge hält. Ich habe selber auch 2-3 Anlagen privat. Und ich habe das gemacht, weil ich keinen Bach habe, den ich nutzen kann. Aber ich muss Ihnen sagen, ich hätte alles daran gesetzt, den Bach zu nutzen, oder? Aus dieser Perspektive. Aber wenn ich das nicht habe, dann ist das nächstbessere. Das ist meine... Deswegen, ich meine, man muss es dynamisch sehen. Also man muss auch in die Zukunft gucken. Ja. Und die Frage gerne dann noch fürs Podium aufbewahren für später und die Frage dann wieder bringen. Wunderbar. Ich glaube, wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank für den Moment. Wir sehen uns später wieder auf dem Podium. Theo Rindlisbacher, Dankeschön. So, Catchbox kommt wieder nach vorne. Perfekt. Genau, jetzt haben wir uns dran gewöhnt. Die wird ein bisschen weiter geworfen, energetisch. Ja, impulsiver geworfen nachher und dann kommt das gut. Wir haben Forschungsprojekte gesehen, Demonstratoren gesehen. Die Frage ist natürlich jetzt, kommen PTX-Großanlagen, also Power to Energy, was wird da passieren? Und das erfahren wir jetzt. Bitte begrüßen Sie von der EMPA. Herzlich willkommen, Christian Bach. Bitte schön. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Referat. Ich möchte eine Anfangsfrage stellen.
kommen nach den Forschungsprojekten und Demonstratoren jetzt die Power-to-X-Großanlagen. Ich habe mir da lange überlegt, was soll ich jetzt sagen? Und ich würde es so zusammenfassen. Nein, die kommen nicht. Wenn wir die wollen, dann müssen wir die holen. Einfach so kommen werden die nicht. Dazu ist es zu spezifisch und ich glaube, auch in der nächsten Zeit wird es so sein, dass es zwar viele Projekte geben wird, aber die Energie, die synthetischen Treibstoffe werden dorthin gehen, wo die Investoren investiert haben. Auf dem freien Markt, glaube ich nicht, werden wir in der nächsten Zeit synthetische Treibstoffe einfach so finden. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, was aus meiner Sicht notwendig ist, damit die Anlagen kommen. Diesen Vers hier kennen Sie. Der ist komplexer, als es auf den ersten Blick aussieht. Er beinhaltet zwei Aussagen oder zwei Ziele und drei Aussagen. Die erste Aussage ist, um netto null zu erreichen, müssen wir erstens die gesamte fossile Energie durch erneuerbare Energie ersetzen. Das ist aber dann noch nicht netto null, das ist im besten Fall null. Um auch netto null, das heißt auch die unvermeidbaren Emissionen abdecken zu können, braucht es negative CO2-Emissionen. Erst wenn wir diese zwei Aspekte berücksichtigt haben, kommen wir auch auf netto null. Und dann die zweite Linie, mittlerweile bin ich überzeugt, dass das der schwierige Teil dieser Aussage ist. Bis 2050, das ist in 27 Jahren, soll nicht nur die Schweiz, ein absolut privilegiertes Land in diesem Kontext, dekarbonisiert sein, sondern die Welt. Und das ist die große Herausforderung. Und deshalb müssen wir auch nicht über Wasserstoffflugzeuge und so weiter sprechen, die werden bis dann nicht mal die Regulatorien angepasst haben. Ich glaube, bis 2050 ist es notwendig, dass wir bestehende internationale Handelsmechanismen und Transportinfrastrukturen nutzen, weil sonst wird das einfach nicht gelingen. Bis 2050 heißt, wir müssen rasch handeln, negative Emissionen und erneuerbare Energie im großen Stil einsetzen. Ich möchte zuerst zeigen, wie groß der Bedarf der Schweiz insgesamt ist und dann Herstellung, Potenzial für negative Emissionen anhand eines Beispiels aufzeigen. Der Bedarf an nachhaltigen synthetischen Energieträgern, da stützen wir uns auf das Bundesamt für Energie, auf die Energieperspektiven 2050 Plus ab. Das ist die Darstellung für das Zero-Basis-Szenario. Wir sehen einerseits eine Effizienzsteigerung, insbesondere durch die Elektrifizierung im Verkehr und dann grün bis 2050 4 Terawattstunden Bioenergie, 17 Terawattstunden elektrische Energie und 15 Terawattstunden synthetische Treibstoffe, insbesondere im Langstrecken- und Spezialfahrzeugbereich. Dann haben wir, wie vorhin auch angesprochen, die Aviatik. Wir haben heute einen energetischen, also betankte Menge in der Schweiz von etwa 20 Terawattstunden und man kann irgendein Modell annehmen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Also da werden wir auch von etwa 20 bis 30 Terawattstunden an Bedarf sehen bis 2050, wenn wir diesen Bereich vollständig dekarbonisieren möchten. Und ich habe jetzt hier auch noch die industriellen Hochtemperaturprozesse mit eingetragen. Aus meiner Sicht sind die ein bisschen unter dem Radar noch, aber es ist die drittgrößte Verbrauchergruppe, heute auch etwa mit 20 Terawattstunden in der praktisch der industrialisierten Schweiz. Wenn wir das alles zusammenzählen, dann kommen wir auf etwa 30 bis 60 Terawattstunden Bedarf an synthetischen Energieträgern bis 2050 in der Schweiz. Das ist also umgerechnet 3 bis 6 Milliarden Liter Diesel-Äquivalent. Das ist etwa, wenn ich das richtig überblicke, ein Drittel des heutigen fossilen Bedarfs, den die Schweiz importiert für diese Bereiche. Jetzt
Wenn man sich das anschaut, dann spielen natürlich die Kosten eine wesentliche Rolle. Und bei den Kosten sieht man, dass die Größe der Anlage, also wenn man die Investitionskosten anschaut, die Größe der Anlagen sehr entscheidend ist. Wir sehen da auf beiden Diagrammen eine logarithmische X-Achse, die die Größe der Anlagen in Megawatt elektrisch darstellt. Und man sieht, dass man pro Größenordnung etwa eine Halbierung der spezifischen Investitionskosten hat. Das bedeutet, eine 10-mal so große Anlage kostet nur 5-mal so viel. Und das ist wichtig, das bedeutet, man muss Großanlagen bauen. Mit kleinen Anlagen wird man das Problem sowohl von den Mengen nicht lösen können, wie auch von den Kosten nicht. Und das gilt auch für die Methanisierungsanlage. Ich werde im Folgenden primär über Methan sprechen, aber es ist ein Platzhalter, man könnte dort auch Methanol oder andere Anlagen hinstellen. Also die Skaleneffekte sind bedeutend und man muss große Anlagen bauen. Dann mit dieser Folie möchte ich ein bisschen Panik auslösen. Und zwar, wenn wir in 2050 auf dieser Folie um die 30 Terawattstunden, das ist der untere Level des Bedarfs, den wir haben, wenn wir den erreichen wollen, dann müssten wir 2025 die erste 300 Megawatt Anlage bauen und dann alle 5 Jahre die Kapazität verdoppeln. Sonst kriegen wir das nicht hin. Wir können also jetzt nicht noch 5 Jahre diskutieren, wollen wir nicht, oder wir müssen dringend, wirklich dringend, sonst erreichen wir das nie, jetzt anfangen, Großanlagen zu initiieren, die Policy und Marktreadiness hinkriegen, Investoren überzeugen, sonst schaffen wir das schlicht und ergreifend nicht. Genau. Jetzt, es wird oft diskutiert und Theo Rindisbacher hat das vorhin auch gesagt, wir werden das nicht im Inland machen können, sondern im Ausland. Im Inland ist klar die Effizienz entscheidend, weil einfach die erneuerbare Energie beschränkt verfügbar ist. Im Ausland ist das teilweise nicht so, ich möchte dann zeigen, weshalb nicht. Dort ist eben der Transport wichtig und der Transport von Energie geht manchmal in der Diskussion auch etwas vergessen. Transport von synthetischen Energieträgern ist eigentlich gelöst, weil man die Infrastrukturen aus der fossilen Welt nutzen kann, nicht nur die Infrastrukturen, sondern auch die Handelsmechanismen. Das bedeutet, wenn Sie einen synthetischen Energieträger produzieren, können Sie an eine beliebige Börse gehen, das dort handeln. Es gibt die Normen, die Regulatorien, es gibt ausgebildetes Personal weltweit und in vielen Bereichen, wenn wir an Ammoniak oder teilweise auch an Wasserstoff denken, muss das zuerst aufgebaut werden. Deshalb glaube ich, dass synthetische Energieträger für das Lösen des Klimaproblems bis 2050 sehr entscheidend sind und ein großer Vorteil ist eben, die Infrastruktur ist vorhanden und die Handelsmechanismen sind vorhanden. Jetzt etwas zur Effizienz. Natürlich, die sind ineffizient, das ist klar. Aber die Effizienz ist nur dort wichtig, wo die Energie limitiert ist. Natürlich ist sie überall ein bisschen limitiert, aber es gibt limitierte und weniger limitierte Bereiche. Und wenn wir jetzt die Photovoltaik als Beispiel in der Schweiz anschauen, das ist eine Studie der ETH Lausanne 2018, es gibt auch andere Studien, die Ähnliches aufzeigen, aber diese Studie ist sehr detailliert abgebildet, deshalb habe ich das hier genommen. Die Studie zeigt, dass die Schweiz eine Dachfläche von 267 Quadratkilometern hat und davon werden 150 Quadratkilometer als geeignete Fläche angeschaut. Inzwischen schaut man auch Nordflächen und Fassaden und so weiter als geeignet an, aber hier in dieser Studie waren das 151 Quadratkilometer. Und das bedeutet, wenn man diese Flächen mit Photovoltaik ausrüstet, dann hat man 24,7 Gigawatt Peak Photovoltaik installiert und kann etwa knapp 25 Terawattstunden Strom produzieren. Wenn wir aber jetzt genau die gleiche installierte Photovoltaikanlage, also statt in der Schweiz auf Hausdächern in Oman
installieren, dann kriegen wir einfach nur, weil dort die Sonneneinstrahlung wesentlich höher ist und wenn man das sogar noch dem Sonnenstand folgen kann, was mit gebäudefesten Installationen nicht so einfach möglich ist, kriegen wir das zwei- oder zweieinhalbfache mit der gleichen Photovoltaik raus. Und das ist das, was wir jetzt sehen, dass sich viele Länder, beispielsweise eben Oman, aber auch Chile oder andere Länder im Sonnengürtel bereit machen, um von fossiler Energieproduktion auf Erneuerbare umzusteigen. Oman beispielsweise hat im letzten Herbst bekannt gegeben, dass sie 50.000 Quadratkilometer Wüstenfläche für die Energieproduktion bereitstellen. Das ist mehr, als die Schweiz an Fläche hat. Das ist aber nur ein Drittel der Fläche, die Oman langfristig für Energieproduktion bereitstellen könnte. Um diese 30 bis 60 Terawattstunden für die Schweiz an synthetischen Energieträgern zu produzieren, bräuchte man etwa 500 bis 1000 Quadratkilometer dieser 50.000 Quadratkilometer. Also, sage ich jetzt mal, 1-2% der Fläche von Oman, und Oman ist ein relativ kleines Land im Sonnengürtel, dann ist unser Problem, sage ich jetzt mal, gelöst. Also wir haben nicht eigentlich ein Energieproblem. Wir haben die Energie nicht dort, wo wir sie haben müssen und nicht in der Form, aber das ist machbar. Was man aber dann sieht, und das möchte ich jetzt zeigen, dass eben dort nicht mehr primär die Energie das Problem ist, sondern es gibt andere Limitierungen und die muss man natürlich mit beachten. Ich möchte zuerst noch mal ganz kurz zeigen, wie eben synthetische Energieträger hergestellt werden, und ich mache das wieder am Beispiel von Methan. Das besteht aus einem Kohlenstoffatom und 4 Wasserstoffatomen. Und wenn man das künstlich herstellen will, dann braucht man natürlich Kohlenstoff, der typischerweise aus CO2 kommt, und Wasserstoff. Der Wasserstoff kommt nur in chemisch gebundener Form vor. Deshalb muss man Energie aufwenden, um aus irgendeinem wasserstoffhaltigen Substanz Wasserstoff rauszunehmen. Das sollte oder das muss erneuerbare Energie sein. Ich werde nachher noch ein bisschen mehr auf diesen Punkt eingehen. Das ist auch oft so relativ einfach mit einem Icon dargestellt. Das ist dann in der Realität auch noch schwieriger. Aber insgesamt kann man so in einem Syntheseverfahren, das ist ein Rohr, das mit einem Katalysator befüllt ist und dann strömt das rein und reagiert, kann man das produzieren, und dann kommt aber bei der energetischen Nutzung wieder CO2 und Wasser raus. Das Gute ist, dass nur so viel CO2 rauskommt, wie man vorher aus der Atmosphäre bezogen hat, um das herzustellen, und es kommt auch gleich viel Wasser raus. Diese Kreisläufe sind geschlossen. Das sind aber nur die inneren Kreisläufe. Um CO2 aus der Luft rauszuholen oder um Wasser in Wasserstoff umzuwandeln, braucht es Anlagen, braucht es Kabel, braucht es Betonfundamente für die Gebäude und so weiter, was auch Theo Rindlisbacher gesagt hat. Deshalb ist dann der Gesamtprozess eben nicht null. Und da spielen eben auch die betrieblichen Aspekte eine Rolle, und das möchte ich jetzt zeigen. Wir machen das gleich, auch mit Photovoltaik und Wind-Icons, und dann kann man da so Kästchen hinbauen, das geht, sieht überzeugend aus. Deshalb habe ich das jetzt hier auch gemacht. Also wir haben jetzt mal angenommen, in Oman steht so eine 100 Megawatt Peak Windenergieanlage, das könnten eben 50 2 Megawatt Turbinen sein, und es stehen 100 Megawatt Peak Photovoltaikanlage, das könnte eben ein Quadratkilometer Photovoltaik sein. Die sind typischerweise mit die Herstellung dieser Anlage ist typischerweise eben mit einem CO2-Footprint verbunden, und weil die aber doppelt so viel Energie produzieren an solchen Standorten, ist dann natürlich auch die CO2-Belastung unter Umständen geringer pro Energieeinheit. Dann kann man so natürlich erneuerbare Elektrizität produzieren, das in eine Elektrolyseanlage in Wasserstoff umwandeln. Dazu braucht man aber Wasser, und das ist so ein Merkmal, das wir als kritisch identifiziert haben in Wüstenregionen. Das ist auch so, wenn man mit Leuten aus Oman spricht, dann ist nie Energie, das ist kein Problem, das hat es dort.
aber Wasser hat es nicht und auch CO2, was ich nachher natürlich drauf komme. Also wird man heute primär auch wieder Elektrizität aufwenden, um Meerwasser zu entsalzen. Und da gibt es natürlich auch Konflikte, weil die Länder wie Oman, die Städte, haben natürlich auch sonst schon ein Wasserproblem. Und es ist unklar, ob man dann nicht auch in einem gewissen Rahmen wie bei den Biotreibstoffen auf eine Konkurrenz stößt. Deshalb muss man sich sicher, wenn man solche Großanlagen dann baut, sicherstellen, dass das nachhaltiges Wasser ist. Es entsteht natürlich auch Sauerstoff, der kann dann auch genutzt werden, aber der Wasserstoff wird dann mit CO2 in Methan umgewandelt und hier haben wir dann beispielsweise eine Möglichkeit über Direct Air Capturing eine CO2-Quelle, die auch unermüdlich ist, anzuzapfen und CO2 aus der Außenluft zu holen. Auch das ist mit einem energetischen Verbrauch verbunden. Und was natürlich, es entsteht dann natürlich aus Reaktionswasser wieder Wasser, das kann auch wieder zurückgeführt werden. Interessant wäre es natürlich, wenn man eben dieses CO2 und die Wasserproduktion beides koppeln könnte in Direct Air Capturing Systeme, die eben sowohl Wasser wie auch CO2 aus der Atmosphäre holen, um eben diese Nutzungskonflikte zu umgehen. Und jetzt ist klar, man kann so irgendein Konzept aufbauen, ein Anlagenkonzept, und dann mit diesen CO2-Belastungen kriegt man auch relativ gute Zahlen und man kann dann sagen, die Anlage läuft 8000 Stunden pro Jahr, dann kriegt man auch wirtschaftlich gute Zahlen. Aber ich glaube, das ist auch nicht immer so einfach möglich, weil eben teilweise dann die erneuerbare Energie, weil sie eben fluktuierend ist, nicht ausreicht und eine fossile Stromerzeugung dazukommen muss. Die Anlage hat auch einen Grundverbrauch, so Großanlagen haben einen recht hohen Grundverbrauch und ich werde nachher noch zeigen, wenn die Lastflexibilität schlecht ist, dann kann dieser Teil hier auch zu einem Partycrasher werden. Also müssen wir sicherstellen, dass die Anlage so aufgebaut ist, dass sie primär oder nur mit erneuerbarer Energie betrieben werden kann, weil sonst erreichen wir nicht die CO2-Reduktion, die notwendig ist. Wir haben das mal an einem Beispiel durchgerechnet und ich zeige hier stark vereinfacht diese Zahlen. Wenn wir eine Stromerzeugung mit 100 Megawatt Peak annehmen, und dann mit dem Renewable Ninjas für Oman jetzt ein Photovoltaik-Profil berechnen, dann sehen wir, dass wir irgendwie dieses Stromprofil kriegen. Ich zeige nachher noch die Tagesverläufe. Bei Wind sieht es so aus und wenn man das kombiniert, dann kann man mit 100 Megawatt Peak Photovoltaik und 100 Megawatt Peak Windkraft etwa 450 Gigawattstunden pro Jahr Strom erzeugen. Wenn man die Daten dann etwas analysiert, dann sieht man, wenn wir eben ausschließlich Photovoltaik nutzen, dann hat man natürlich in der Nacht null und am Tag viel. Über die vier Quartale des Jahres sieht das dann ungefähr so aus. Bei Wind ist es extrem viel breitbandiger, aber auch stark fluktuierend. Und interessant wird es, wenn man das natürlich koppeln kann. Und wir haben dann jetzt im folgenden Beispiel diese gekoppelte Anlage als Basis genommen. Was man aber schon sieht, wenn man eben diese Stromerzeugungsprofile dann anschaut, man kann das nicht bandlastig einfach durchlaufen lassen. Wenn man das hier mit dieser Anlage, mit diesem Strom macht, dann kriegt man etwa eine Volllaststunden zwischen 3.000 und 4.000 Stunden. Und das ist natürlich für die Wirtschaftlichkeit der Anlagen wieder sehr anspruchsvoll. Man hätte gerne natürlich 8000 Volllaststunden, aber 8000 Volllaststunden heißt, fossile Energie muss zugeführt werden. Oder man nimmt einfach erneuerbare Energie sonst woher, aber die wird dann in der Regel, steht die dann sonst nicht mehr zur Verfügung. Deshalb glaube ich, müssen Anlagen,
die solche Treibstoffe produzieren, lastflexibel sein. Wir haben bei uns ein Konzept entwickelt, wo wir eben denken, dass die Lastflexibilität viel höher ist und testen das jetzt aus. Und um den Einfluss dieser Lastflexibilität etwas aufzuzeigen, hier zwei Anpassungen. Das ist ein Beispiel, wenn unsere Anlage, die Gesamtanlage, die Photovoltaik ist nicht das Problem, die Elektrolyseanlage auch nicht, aber die Synthesereaktoren. Und wenn wir jetzt keine Speicherung einrechnen, was auch teuer und schwierig ist, dann sehen wir, wenn wir eine Lastflexibilität von 100% auf 15% der Anlage haben, das heißt, wir können die Anlage zwischen 100% Last und 15% Last variieren, dann haben wir diesen grauen Teil hier, den wir mit externer Strom versorgen müssen. Wenn die Lastflexibilität aber von 100% bis auf 5% runtergeht, dann ist dieser graue Anteil geringer. Und wenn man das dann in eine CO2-Auswirkung ausrechnet, dann sieht man, dass über jetzt die Größe der Anlage betrachtet, weil je größer die Anlage ist und je weniger lastflexibel, desto mehr fossile Strom braucht man. Wenn man nicht so lastflexibel ist, aber eine kleine Anlage macht, dann kann man mehr abdecken, aber hat dann eben schlechte wirtschaftliche Zahlen. Aber dann sieht man, dass eben, wenn unser Ziel ist, 80% CO2-Reduktion bei der Produktion der Anlage, dann müssten wir unter diesem Wert hier liegen. Und das bedeutet, dass jetzt eine Anlage, wie wir sie da jetzt für Oman angedacht haben, eine Lastflexibilität von mindestens 100% bis 5% erreichen muss. Und was heute oftmals in Publikationen angegeben wird, ist, dass eben die Lastflexibilität so bis auf 40% runtergeht. Und man sieht auch schnell, dass wenn diese Lastflexibilität eben nicht gegeben ist, dass einfach dieser Anteil fossiler Energie, der dann notwendig ist, kann man natürlich mit Zertifikaten und so weiter greenwashen, aber das ist langfristig keine Lösung, dass dann eben schnell mal nicht mehr 80%, sondern nur noch 60% oder 50% CO2-Reduktion übrig bleibt. Und dann ist dann schon die Frage, ob sich das Ganze wirklich lohnt. Also ich glaube, es wird entscheidend sein, wenn man erneuerbare Energie nutzen will, dass die Anlagen sehr lastflexibel sind und nicht einfach Strom brauchen. Und was natürlich eben interessant ist, weil wir ja CO2 aus der Atmosphäre nehmen, chemisch in diesem synthetischen Energieträger binden, wenn man das geschickt macht, dann hat man auch das Potenzial, negative CO2-Emissionen zu kriegen. Und da ist wieder das Bild, das ich schon gezeigt habe, wenn wir also so ein synthetisches Methanmolekül bauen, das CO2 aus der Atmosphäre entnommen hat, dann ist dieses Methanmolekül CO2-negativ. Wenn wir das CO2 jetzt energetisch nutzen und CO2 produzieren, dann kommt wieder CO2 raus, dann ist es im besten Fall CO2-neutral, aber nicht CO2-negativ. Wenn wir aber dieses C abspalten können und nicht energetisch nutzen, was wir eben versuchen, indem wir halt wieder Energie einbringen und das CO2 abspalten und dann nur den Wasserstoffteil dieses Methanmoleküls energetisch nutzen und den Kohlenstoffanteil nicht energetisch nutzen, sondern in eine materielle Ressource weiterentwickeln, das können Carbon Black sein, das können Kohlefaser sein, das kann aber auch irgendwie in Siliziumkarbid oder wie auch immer integriert werden, dann kriegen wir eigentlich über diesen Prozess CO2-negativen Wasserstoff. Und das Interessante ist auch, es braucht keine Infrastrukturen dazu. Während eben CO2-Capturing und Transport und Mineralisierung, da braucht es auch wieder Infrastrukturen, hingegen das könnte lokal auch in der Schweiz genutzt werden. Damit komme ich zur Zusammenfassung. Der Bedarf ist eigentlich klar,
aber wir werden das nicht hinkriegen bis 2050, wenn jetzt nicht wirklich rasch Großanlagen aufgebaut werden. Demonstratoren und Forschungsprogramme sind alles gut, aber das wird diesen Bedarf 30 bis 60 Terawattstunden nicht hinkriegen. Wir brauchen dringend die Realisierung von Großanlagen. Das Zweite ist, synthetische Treibstoffe haben einen schlechten Wirkungsgrad, das ist klar. Der spielt sich aber primär dort ab, wo die Elektrizität in einem Nutzungskonflikt steht. Dort, wo sie eben nicht in einem Nutzungskonflikt steht, wie in Wüstenregionen, ist das weniger wichtig. Und dort haben wir auch eben deutlich höhere Erträge aus den gleichen Anlagen. Deshalb muss man die Anlagen dort bauen. Ich glaube, das hat auch die Schlussfolie von Theo Rindisbacher gezeigt. Und wenn wir das eben geschickt koppeln, dann könnten wir auch negative CO2-Emissionen hinkriegen. Das habe ich ganz am Anfang gezeigt. Die erneuerbare Energie und negative Emissionen sind beide im großen Stil notwendig, wenn wir das hinkriegen wollen. Und da möchten wir weiter daran arbeiten, um diesen ganzen Prozess auch darstellen zu können. Damit möchte ich Ihnen für die Aufmerksamkeit herzlich danken. Dankeschön, Christian Bach, für die differenzierten Erläuterungen. Gibt es Fragen, gibt es Kommentare, gibt es Anmerkungen Ihrerseits? Wir starten bei Ihnen links und dann den Würfel einmal über den Gang nachher weitergeben. Bitte schön. Es gibt Solarpanels im Labor, die doppelten Wirkungsgrad haben von dem, was heute schon kommerziell verfügbar ist. Sehen Sie da noch Potenziale? Ja, sicher. Ja, sowohl für die Photovoltaik in der Schweiz wie auch Photovoltaik in Wüstenregionen. Wir haben auch Abteilungen bei uns, die an Photovoltaik arbeiten. Und dort haben die mir auch mal gesagt, obwohl ich da auch nichts verstehe, dass man auch an Hochtemperatur Photovoltaikanlagen für eben Wüstenregionen arbeitet. Heute ist der Wirkungsgrad in Wüstenregionen aufgrund der Temperaturen geringer. Und da glaube ich auch, da wird noch viel gehen. Dann den Würfel gerne einmal über den Gang. Perfekt. Okay. Andreas Seifert, Gruppe E. Herzlichen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Man sieht, dass es dort Perspektiven gibt. Es ist klar, dass die Elektrizitätsproduktion in diesen Ländern, wo sehr viel Sonne hat, deutlich höher ist als in der Schweiz. Aber Sie sagen ja nicht, dass man das nicht in der Schweiz trotzdem machen sollte, weil ich denke, wir auch hier haben wir den Bedarf, diesen Strom zu produzieren. Also wir haben vorhin über die Hausdächer gesprochen. Meine Kollegin hat es vorhin auch schon erwähnt, dass wir müssen unbedingt auch hier etwas machen, unseren genau. Beitrag leisten. Am Ende werden die verschiedenen Bedarfsszenarien im Wettbewerb stehen. Also wir können nicht gleichzeitig synthetischen Treibstoff für Flugzeuge produzieren und dann auch noch unseren Winterbedarf absichern. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwo dann doch mal Abstriche machen. Die Frage, die ich Ihnen stellen wollte, haben Sie bei Ihrer Betrachtung noch, sagen wir mal, politische Stabilitäten mit eingebracht? Also Oman ist heute relativ stabil politisch, aber wir hatten das schon mal mit dem Ölpreisschock in den 70er Jahren. Wir hatten es jetzt mit der optimistischen Gasversorgung von Russland, wo dann plötzlich im Rahmen von ein paar Wochen alles zusammengebrochen ist. Es hat auch andere Regionen, Australien und so weiter. Wie fließt das in Ihre Überlegungen mit ein? Das ist nicht unser Kerngebiet, würde ich sagen, Kernkompetenz, aber es ist klar, das muss resilient aufgebaut sein und es gibt da den schönen Spruch, man soll nicht alle Eier in einen Korb legen. Das denke ich, das muss diversifiziert sein, regional, und es gibt sicher Länder, wo es besser geeignet ist und Länder, wo es schwieriger ist. Aber da haben Sie völlig recht, das sind natürlich Abhängigkeiten, aber wir kriegen es anders nicht hin. Und wir haben auch andere Abhängigkeiten, oder Kaffee wird zu 100% importiert und andere Güter auch. Es gibt wahrscheinlich keinen einzigen Bereich, wo wir nicht auf Ausland angewiesen sind, beim Pflegepersonal, bei Rohstoffen, bei Fachkräften, überall. Und hier ist das auch so, aber es muss natürlich resilient aufgebaut sein und die Gasversorgung mit Russland, das war es definitiv nicht. Immerhin das wissen wir jetzt. Aber das heißt keine Beschaffungsmonopole, das heißt da diversifizieren. Ja, das muss, genau. Ich kenne mich da zu wenig aus, aber klar ist, dass
Natürlich auch die Infrastruktur dort, glaube ich, spielt eine wichtige Rolle. Wenn man natürlich eine Pipeline baut, dann verbrüdert man sich über lange Zeit, bis die amortisiert ist, mit diesem Lieferanten. Und solche fixen Installationen, glaube ich, werden wahrscheinlich zu heikel sein in Zukunft. Die Frage nehmen wir natürlich nochmal mit aufs Panel. Gerne den Würfel einmal hier ganz nach vorne. Wir machen kurz die Tour hier nach vorne und kommen dann nochmals zu Ihnen. Wenn es Fragen gibt, die Sie lieber dann vom Panel beantwortet bekommen würden, dann gerne die Fragen noch kurz zurückhalten fürs Panel. Die nehmen wir dann nachher entsprechend auf. Bitte schön. Okay, vielen Dank für Ihre Präsentation. Evangelos Panos vom PSC Institute. Ich habe eine Frage. Wenn wir Wasserstoff in so großer Menge produzieren möchten, können wir für andere Technologien bis 2050 entwickeln und denken, zum Beispiel nicht nur Elektrolyse, aber auch Thermochemical Water Splitting mit Solar oder warum nicht Nuklearenergie? Was meinen Sie davon? Also ich bin skeptisch, was das Problem lösen bis 2050 angeht, weil ich glaube, wir müssen jetzt wirklich in Großanlagen kommen können und das heißt industrialisierte Anlagen, internationale Firmen und so weiter. Wenn wir dann nach 2050 schauen, da sind natürlich dann auch Koelektrolyse, solare Wasserspaltung und so weiter im großen Stil denkbar. Auch vielleicht sogar Wasserstoffflugzeuge, 2100 gibt es vielleicht auch, aber bis 2050 glaube ich nicht, aber darüber hinaus sicher schon. Knackige Frage, knackige Antwort gerne. Ja, bitte schön. Andreas Haselbacher von BFE. Mich würde interessieren, wie es mit der Umweltfreundlichkeit von der Entsalzungsanlage aussieht, weil da werden ja über längere Zeiträume bei großen Mengen ja, erhebliche Mengen an Salzlage entstehen. Genau. Das ist so, wir haben eher Angst, dass das Wasser, sag ich mal, die Party kreist als die Energie. Bei der Energie weiß man heute, wie man das macht. CO2 ist anspruchsvoll, aber es geht, es ist einfach teuer. Ist auch nicht so schlimm, wenn jetzt die Energie etwas teurer wird, aus meiner Sicht. Aber beim Wasser, beim Wasser muss man sehr genau schauen, was man macht. Man braucht wirklich riesige Mengen Wasser. Und die Meerwasserentsalzung ist das Meer ist ein sehr sensibles Ökosystem, während wenn wir eben Wasser aus der Atmosphäre nehmen könnten, das mindestens auf den ersten Blick weniger sensibel sein könnte. Aber ich glaube auch, das ist ein sehr wesentlicher Punkt. Die nächste Frage kommt von dieser Seite, da ist der Würfel auch schon. Und dann noch die letzte Frage aus der hintersten Reihe. Bitte schön. Julien Arnet, ZHAW. Ich habe eine kleine Frage zur Produktion von erneuerbaren Treibstoffen in Oman. Sie haben da gezeigt, bei Methan wird der Kohlenstoff abgeschieden. Jetzt, wenn man sich aber auf den ersten Vortrag fokussiert und SAF produzieren möchte für die Luftfahrt, wird das Kohlenstoff hier weiter gebraucht, ja. Zum Beispiel Fischer-Tropsch oder Methanolschiene. Jetzt hat sich die EMPA da schon genau eine Studie gemacht, wie denn die Gesamt-CO2-Bilanz dann aussieht bei so einem Treibstoff, das man dann in Oman weiter produzieren würde. Und dann auch in Bezug auf die effizienteste Art und Weise, Saft zu gebrauchen, haben wir dann auch gesehen, der Gesamt-Impact, auch jetzt der Klima-Impact von Saft, sinkt in Bezug jetzt auf die Referenz von Fossiltreibstoffen, weil halt weniger zum Beispiel Zirren entstehen. Und jetzt wäre das clever, in dem Sinne halt wirklich alle Flugzeuge, die halt im Raum Oman landen, nur mit SAF zu betanken, den Rest halt normal mit fossilen Treibstoffen, oder müsste man dann den Treibstoff tatsächlich dann überall auf der ganzen Welt verteilen? War jetzt nicht so eine knackige Frage. Ja, dafür wird die Antwort umso knackiger. Ja. Alles gut, Dankeschön. Nein, ich kann es auch nicht so knackig beantworten, ich weiß es nicht. Also ich glaube, das, was ich gezeigt habe, das Aufspalten von Methanmolekülen, Wasserstoff und festen Kohlenstoff, das geht nur dort, wo es eben geht. Also beispielsweise für die Dekarbonisierung industrieller Hochtemperaturprozesse, aber nicht für Flugzeuge. Und was für ein Marktmodell man dann einsetzt, um diese SAF in Betrieb zu bringen, da gibt es kompetentere Leute als mich. Ja.
Dann nehmen wir den Teil der Frage auch noch mit aufs Podium nachher. Letzte ganz kurze Frage, bitteschön. Philipp Dietrich von H2 Energy. Erstens eine kurze, sagen wir, eine Position. Die Thematik: für 1 Gigawatt Elektrolyse braucht man ungefähr 200 Kubikmeter Wasser pro Stunde. Also so viel ist das nicht. Zweitens die Frage: Du hast gesagt, heutige Methanisierungsanlagen sind im Bereich machbar oder flexibel betreibbar zwischen 40% und 100%. Wie lange denkst du, braucht es oder was braucht es, um diese Flexibilität auf mindestens 5% runterzudrücken? Und ist das noch möglich, dass die in diesem Ramp-up, den wir brauchen, überhaupt zum Einsatz kommen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir brauchen, wie ich mehrmals gesagt habe, jetzt sehr schnell sehr große Anlagen. Und dort wird das wahrscheinlich nicht in der Form, wie ein bisschen lehrbuchhaftig dargestellt, möglich sein. Man wird wahrscheinlich über fossile Energie, die über Zertifikate quasi grün gewaschen wird, arbeiten müssen. Aber ich glaube, für uns mindestens war es eine sehr wichtige Erkenntnis, dass wir eben diese Lastflexibilität in die Pflichtenhefte für Gesamtanlagen aufnehmen. Und wann die genau umsetzbar ist, es gibt auch ein bisschen divergierende Meinungen zu der Lastflexibilität von heutigen Anlagen. Je nachdem kriegt man viele Antworten, aber so ganz, würde ich sagen, gelöst ist es nicht. Aber es muss kommen. Ich glaube, es sollte schnell kommen, aber das ist Konjunktiv. Für den Moment ganz herzlichen Dank, großen Applaus an die EMPA und an Christian Bach. Merci vielmals. Weiter geht's mit Ulrich Koss und mit Metafuels und da genauer gesagt mit dem Metafuel Aero Brew. Was es damit auf sich hat, das erfahren wir jetzt mit einem herzlichen Applaus. Bitteschön. So, das funktioniert jetzt. Ja, ich höre es schon. Klicker ist unterwegs zu dir, bitteschön. Ja, zuerst einmal bedanken ich mich oder wir uns als Metafuels für die Gelegenheit, unsere Aktivität hier vorstellen zu können. Und nach so vielen Impulsen hoffe ich, noch einige dazufügen zu können oder einiges so prägnant zu formulieren, dass es dann im Kopf bleibt. Die Folien sind Englisch, ich spreche Deutsch, das könnte manchmal zu Kollisionen führen. Und wir sind als drei Gründer hier und wir kommen aus dem Großanlagenbau, was hübsch anknüpft an was vorher besprochen wurde. Wir können die Erfahrungen einbringen für die großen Chemieanlagen der Welt und Kraftwerke. Ich kann da hingucken. Wir sind eine Firma Metafuels AG. Wir haben im Mai erst unsere Büroräume in Adliswil bezogen. Und wir haben nur eine Zielstellung und das ist das Aerobrew-Verfahren zu entwickeln. Ein neues und wegweisendes Verfahren, um eben SAF herzustellen. Wir wollen das natürlich so machen, dass es dann auch die Luftfahrt weiter erschwinglich macht. Und dazu braucht man, wie wir schon gehört haben, große Anlagen. Wir kooperieren mit dem PSI. Wir sind also zusammengenommen ein Schweizer Homebrew und da kommt auch die Hightech her, die in unserem Verfahren drinsteckt und wo die drinsteckt, nicht genau wie sie drinsteckt, aber wo sie drinsteckt, werde ich schrittweise erklären. Aerobrew ist eine Technologie, die Methanol zu Saft konvertiert. Jetzt habe ich dem Methanol schon hier das E mitgegeben, für elektrisch erzeugtes Methanol, genau wie die Vorredner beschrieben haben, und dann heißt es auch E-Saft. Es kann aber jedes Methanol sein. Methanol herzustellen aus allem, was es gibt, das habe ich mein Leben lang gemacht, aus Kohle, Ölrückstand, Heroin, nee, Haschisch war es, ne, hat man vergast, aus Deutschmark, die auch in einen von unseren Vergasern eingesetzt wurde, zu Methanol verarbeitet wurden. Also das ist existierende Technologie. Selbst das E-Methanol ist existierende Technologie. Es gibt die Anlagen, noch nicht in der
ganz schönen Größe, also World-Scale-Methanol-Anlagen. Aber selbst die sind schon in der Engineering-Phase, mit der Zielrichtung, gebaut zu werden in dem eben Sunbelt, den wir eben gehört haben. Genau genommen, ist auch nicht geheim, in dem saudi-arabischen NEOM-Projekt zum Beispiel. Da wird es richtig groß, das gilt als existierende Technologien. Man kann aus Methanol alles machen, wenn aus Methanol Plastik hergestellt wird. Da waren wir auch beteiligt als Logi. Wir haben eigentlich alles zu Methanol und das meiste aus Methanol gemacht. Aber es ging nie, dass man Flugtreibstoff herstellen konnte. Man kann Gasoline, also Benzin, aus Methanol machen. Das ist existierende Technologie seit 30 Jahren. Und ein Ladenhüter, das will keiner. Wir schließen also mit der Aerobrew-Technologie die letzte Lücke vom Methanol, vom nachhaltig hergestellten Methanol aus CO2, Wasser und Elektrizität zum Kerosin. Ein kleines Stück einer langen Kette, was bis jetzt gefehlt hat. Wir gucken uns natürlich auch die Konkurrenz an. Die große Konkurrenz zurzeit, die diskutiert wird, und jetzt wird es jetzt ein bisschen ruhiger rum, ist Fischer-Tropsch. Kennen wir uns als Lurgi-Leute auch aus, weil wir die großen Anlagen in Südafrika gebaut haben, zumindest ist die Gaserzeugung davon. Wir wollen besser sein, wir wollen den Kohlenstoff besser nutzen. Wir wollen vor allem auch eine höhere Selektivität. Wir wollen ganz gezielt nur den Flugtreibstoff herstellen und nichts anderes. Möglichst wenig, gar kein Gasolin und möglichst wenig Diesel und auch sonst nichts, weil SAF ist das, wo eben der Fokus draufgelegt werden soll, wo auch die verfügbare Energie hingehen soll, damit eben dieses Problem gelöst wird, was bei der Luftfahrt wesentlich schwieriger zu lösen ist als woanders. Die Energieeffizienz ist auch schon angesprochen worden. Man sagt, also die SAF-Herstellung oder die Herstellung von Fuels aus Photovoltaik und Wind ist nominell nicht besonders effizient. Aber man muss ja auch vergleichen mit der Photosynthese und dann noch, die hat 14% Wirkungsgrad, oder noch die mehrere Millionen Lagerzeit einrechnen, die man braucht, bis das dann Erdöl oder Erdgas geworden ist. Aerobrew ist so entworfen, dass es highly scalable, das heißt, es kann direkt hochskaliert werden in die im Großanlagenbau üblichen Kapazitäten. Und da spricht man dann von, wir haben hier die 2000 Tonnen pro Tag an Produktionskapazität genannt. Nicht, weil wir uns so schön ausgedacht haben, sondern weil die Welt, die Methanol-Welt, die rechnet eigentlich ihre Kapazitäten inzwischen in Megamethanol-Kapazitäten. Und eine Megamethanol-Anlage macht 5000 Tonnen Methanol pro Tag. Da gibt es inzwischen 15 oder 20 Stück von. Und das darf ich nicht machen anscheinend. Und aus diesen 5000 Tonnen Methanol werden dann 2000 Tonnen Kohlenwasserstoffe. Ja, die Marktgröße oder der globale Markt, ich spreche jetzt hier nicht vom Schweizer Markt, ist eben groß. Es geht um 449 Milliarden Liter pro Jahr in der IATA-Schätzung, und es gibt andere Schätzungen, die liegen halt drunter oder drüber, aber immer in derselben Größenordnung. Das ist der Bedarf an SAF mit der Zumischungsquote von 75%. Es gibt auch Leute im Raum hier, wissen wahrscheinlich andere Studien oder bessere Zahlen, aber irgendwo da liegt es immer in der Ecke. Und die 449 Milliarden Liter SAF entsprechen 200 Megamethanol-Anlagen. 200 mal 5000 oder World-Scale-Methanol-Anlagen. Wenn man daraus zu 100% SAF machen würde, bräuchte man 200 Stück davon. Wir sprechen auch mit Abnehmern, und die Abnehmer, wenn sie dann auch einen größeren Namen haben, die sagen, wir brauchen eigentlich unter 500 Tagestonnen an SAF-Produktion, fangen wir gar nicht an, weil sonst haben wir später auch als eine Firma 300 Anlagen zu betreiben. Das wollen die nicht.
Hier nochmal die strategische Landschaft von hier oder die politische Landschaft in der Schweiz. Ich glaube, das muss ich nicht einzeln wiederholen, aber auch selbst eben der Flugsektor ist in der Strategie für nachhaltige Entwicklung eben auch extra bedacht mit dem Action Plan 5 und der Aktionsplan 5, Entschuldigung. Und der weist eben dem SAF da auch ein Potenzial zu, um wirklich beizutragen zum Schweizer Klimaziel. Solche Bilder haben wir schon gesehen, ganz einfach zu wiederholen, weil es schon vorgestellt wurde, aus grünem CO2 und grünem Wasserstoff oder grünem Strom, der dann in der Elektrolyse zu Wasserstoff umgewandelt wird, wird eben in der Aerobrew-Produktion SAF. Hier nochmal ein kleiner Vergleich mit den Bio-SAF-Quellen. Es geht um den Konflikt mit der Nahrungskette. Es geht um die Skalierbarkeit. Die Skalierbarkeit bei dem Bio-SAF, die ist hier mit einem roten Smiley oder einem roten Grumpy oder wie kann man sagen, gemacht, weil einfach in der Verfügung die Biomassen nicht zur Verfügung stehen. Das gilt dann sogar auch noch für Lignocellulose und Sonstiges. Also in den Massen wird es nicht werden. Dann geht es um Performance und Einfachheit und Yield. Und das findet man alles zusammengenommen wieder in der Affordability. Mit den großen Anlagen wird die Herstellung günstig, mit den höheren Effizienzen wird es auch noch mal günstiger. Und was war der dritte Teil? Die Selektivität, genau. Man stellt gezielt nur das höchstwertige Produkt her und hat eben dadurch auch eine höhere Effizienz, die dann nicht auf die gesamte Produktion gerechnet ist, sondern aufs Kerosin bezogen und nicht auf irgendwelches Benzin oder was vielleicht noch gemacht werden wird. Ja, wir haben einige Sachen auch schon hier muss ich mal zeigen. Da oben sind die Ölpalmen und Raps und Bio-Rohstoffe. Dies liegen sogar noch über dem Benchmark für den fossilen Kerosin. Wenn man den ganzen Aufwand, um diese Pflanzen herzustellen, einrechnet. Das beurteilt jetzt noch nicht die Konkurrenz mit der Nahrungskette. Hier sind dann eben auch die Zuckerpflanzen drin, die werden effizienter verarbeitet, deswegen sehen die da ein bisschen besser aus. Die Größe des Balls soll die Maximalkapazität, die man haben könnte, produzieren könnte, bezogen auf die Rohstoffverfügbarkeit darstellen. Die Biomassevergasung, da kann man ja alle möglichen, man kann Abfall vergasen, man kann alles, was Holzabfälle vergasen. Man hat dann ein Synthesegas, aus dem kann man auch Methanol herstellen oder noch Aerobrew nachschalten. Aber die Zielrichtung von unserem Prozess ist wirklich auch eben das E-Methanol und ESAF, wobei eben da die Energie nicht unbegrenzt zur Verfügung ist, aber eigentlich eben, wenn dann eben nicht die Rolle spielt, wie auch mein Vorredner schon gesagt hat. Und hier findet man die Used Cooking Oil Hefa-Blase, die ist eben klein. Ne? Die kann man bestimmt noch ein bisschen größer machen. Alles, was an Used Cooking Oil da ist oder an Tierfetten oder so, sofort zu Kerosin umwandeln, macht Sinn, ist kostengünstig, aber eben vom Volumen her begrenzt und wird nicht lange, um die Ziele zu erreichen. Die rechte Achse habe ich vergessen zu erklären. Hier geht es um den Fußabdruck und hier geht es einfach um die Kosten der Herstellung. Und wir sind da recht weit links mit Aerobrew, mit Hefe auch, aber mit Aerobrew auch, weil wir eben Großanlagen bauen können werden. Hier geht es ein bisschen mehr ins technische Detail. Hier sieht man die Energieeffizienz, die wir uns vorgenommen haben oder die wir voraussagen.
die hört sich jetzt mit 50%, 49% nicht besonders groß an, aber Fischer-Tropsch bezogen auf den Jetfuel liegt da 20% drunter. Nicht 20 Prozentpunkte, aber 20%, das wären da 49, wenn dann ungefähr 38 maximal. Das sind die Einsatzprodukte, die haben wir alle schon besprochen, Einsatzstoffe, Entschuldigung. Die Methanol-Synthese, die gibt's, da brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Wir können nämlich das Methanol innerhalb unserer Anlage herstellen oder im Anlagenkomplex. Aber wir können es auch importieren oder zukaufen oder wir können auch E-Methanol mischen mit Biomethanol aus Rückstandsvergasung, aus Holzrückstandsvergasung, nicht Ölrückstandsvergasung. Dann kommt unser Aerobrew-Prozess, der das Methanol zunächst zu Olefinen umwandelt, die dann die Einsatzprodukte sind für den zweiten Reaktionsschritt. Der macht da die Oligomerisierung zum Kerosin. Und da steckt die Schweizer Hightech drin, die wir zusammen mit dem PSI erarbeiten. Das ist der Durchbruch, ist der Katalysator, insbesondere hier. Hier führen wir für eine existierende Technologie Verbesserungen durch und hier ist der Clou drin, mit dem wir schaffen, dass die Nebenprodukte unter 15% sind. Für Fischer-Tropsch-basierte ESAF geht man aus, dass man eigentlich nicht höher als 65% kommt. Es gibt Leute, die behaupten mehr. Aber was man eigentlich macht, ist, man macht gar kein SAF mit den Fischer-Tropsch-Anlagen, sondern man nimmt das, was die produzieren. Die produzieren ein Kohlenwasserstoffgemisch, ein relativ beliebiges. Das fährt man in eine Raffinerie und sagt, und da wird es dann magisch zu SAF. Und dann kann man natürlich raten, wie viel von diesem Einsatzstoff dann wirklich grünes SAF geworden ist oder nicht. Und wenn man da hingeht und sagt, das sind 85% oder 90% oder was sie manchmal sagen, kann man nicht das Gegenteil beweisen. Demonstriert sind von der IFP 65%. Das heißt, dann stellt hier eine 35% und der Rest wäre dann Diesel und Benzin. Genau, der Rest dazu sind die 85%. Und insgesamt sind die Verluste so gering, dass eben die an Fuelgasen und sonstige Verluste, dass eben 80% des Kohlenstoffs, den man hier eingesetzt hat oder teuer aus der Luft gewonnen hat und dann eingesetzt hat, 80% des Cs ist dann auch wirklich im SAF. Ja, was macht die Metafuels damit? Wir sind eine kleine Firma, wir sind 5 Leute zurzeit und werden ständig mehr, praktisch wöchentlich. Aber wir werden keine Großanlage bauen, weil dafür braucht man nämlich ungefähr 2000 Leute in den Hochzeiten. Unser Businessmodell sieht folgendermaßen aus. Wir entwickeln die Technologie und machen dann ein Technology Licensing. Dadurch können wir auch die Technologie sehr schnell multiplizieren. Einer von den großen Anlagenbauern der Welt, Fluor oder Technip, die kriegen ein Technologiepaket von uns. Wir kriegen die Lizenzen, müssen die Garantien geben und verdienen da unser Geld über die Lizenzen. Und die bauen dann die Großanlage. Dadurch kann man ja sehr schnell auch multiplizieren. Wenn man selber da anfangen würde, die Anlage zu bauen in unserer Größe, ging ja gar nicht. Man kann sich aber auch an den Projekten beteiligen, an den Projektgesellschaften. Und dann eben den Markt da teilweise mit von dem Markt profitieren. Ansonsten verdienen wir eben über die Lizenzen oder Royalties, über das Engineering, Katalysatorlieferung. Und dann, wenn wir Spezialequipment, wie zum Beispiel die Reaktoren haben, das würden wir dann auch im fertigen lassen und dann verkaufen. Ich bin das nicht gewöhnt, so einen luxuriösen Schirm zu haben. Wie sieht unsere Zeitplanung aus? Wir haben erfolgreich die richtigen Moleküle hergestellt. Wir haben die Patente eingereicht und die sehen sehr gut aus. Die werden auch so gewährt werden. Und wir fangen jetzt an, die Pilotanlage
zu planen. Die soll beim PSI in Willigen stehen, mit der wir dann auch genug SAF produzieren wollen, um diese recht komplizierten Zertifizierungen einzuleiten. Parallel dazu geht es in die nächste Projektgröße, 2025 bis 2026 wollen wir ein oder zwei Pioneer-Plants, früher hießen die Demo-Plants, heutzutage hört sich das dann als Pioneer-Plant ein bisschen schicker an. Die machen dann 3,5 Millionen Liter pro Jahr. Das ist also eine Größe, die passt zu, wenn ich E-Methanol einsetze, 15 Megawatt Stromgröße. Das ist also immer noch keine riesige Anlage, sondern eben der Schritt zu den Großanlagen, die dann ab 2026, wo die Projekte ab 2026 entwickelt werden. Und da sieht man dann schon, da steht dann 700 Millionen Liter pro Jahr. 700 Millionen Liter pro Jahr entspricht wieder mal einer Megamethanolanlage. Ja. Jetzt müsste es noch weitergehen. Haben wir hier einen Hänger? Ne, jetzt geht's. Entschuldigung. Ja, Schweiz-spezifisch oder spezifisch für das Umfeld, in dem wir als Metafuels sind. Die Beimischung wird wohl beschlossen werden. Dadurch entsteht natürlich ein Druck auf die Schweiz, auch Hold-off, also das SAF zu beschaffen. Das habe ich wieder. Genau, und es wird einen Kampf geben um das SAF. Den anderen geht es ja genauso. Und es wird einen Preiskampf geben und es wird auch eine Limitierung der verfügbaren Kapazitäten geben. Und die Preise werden dementsprechend hoch sein. Dadurch wird eigentlich ziemlich sicher sein, dass das kein Selbstläufer ist, sondern dass es da Anreize geben muss. Ich glaube, hier ist das gesetzliche Rahmenwerk schon in der Planung. Da gibt es verschiedene Modelle, da komme ich dann gleich noch drauf. Einen Fokus wollte ich aber hier drauf legen, das ist Technologieentwicklung. Ne? Also es muss Forschung und Entwicklung gemacht werden, die bei sehr niedrigen THLs, Technologiereifegraden, ansetzt. Und es ist Hochtechnologie, Luftverkehr. Und neue Ansätze sind vonnöten. Und wir haben also 2 Jahre gebraucht, bis wir dann landen konnten. Ne? Und dadurch muss man ja sagen, wir haben inzwischen die anderen das Methanol auch als Ausgangsstoff für den SAF entdeckt. Das war vor 2 Jahren noch anders. Ne? Da haben wir etwas Zeit verloren. Schon besprochen wurde, dass die inländische Produktion limitiert sein wird. Es müssen im Konzept mehr her mit dem Sunbelt, wie vorher vorgestellt. Man kann bei unserer Technologie auch, man muss nicht das SAF importieren vom Weltmarkt, sondern man kann auf den stetig wachsenden grünen Methanolmarkt zugreifen. Methanol geht ja nicht nur in diese, es geht in Plastikherstellung, es geht in Melamin, es ist eins der meistgehandelten chemischen Zwischenprodukte da kann ich einen Punkt machen, der steht, die chemische und petrochemische Industrie verarbeitet. Wir können halt also auch in den Zwischenprodukten ansetzen. Die Empfehlungen, die man daraus ableitet, ich möchte zuerst mal hier drauf verweisen, das ist ein Satz, den habe ich in einer deutschen Zeitung gefunden. Da habe ich den auf Englisch übersetzt und jetzt muss ich den auf Deutsch zurück übersetzen, qualitativ. Ich verstehe die deutsche Diskussion über das E-Gasoline nicht. Zutritt oder die Verfügbarkeit von erneuerbarer Energie wird begrenzt sein und im Wettbewerb stattfinden. Jede verfügbare Überschussenergie, grüne Überschussenergie, muss sowieso benutzt werden, um Jetfuel herzustellen. So,
So, das ist mir jetzt, glaube ich, einigermaßen gelungen. Da hat also einer gesagt, ja, hier die Firma Porsche und ihre tolle MTG-Anlage in Chile, das ist alles schön und gut. Und es gibt ja in Deutschland auch eine große Lobby für E-Gasolin. Aber das wird es nicht werden. Das ist in Konkurrenz mit den batteriebetriebenen Autos. Und dadurch sitzt der Benchmark da viel, viel niedriger als im Luftverkehr. Und der Fokus muss auf den Luftverkehr gerichtet sein. Das ist dann auch hier oben der erste Punkt einfach. Als Metafuels haben wir ja angefangen, um ein möglichst selektives Verfahren herzustellen, weil wir uns schon gedacht haben, MTG, das gibt es, also Methanol to Gasoline, gibt es seit 30 Jahren, wollte nie einer, warum soll das jetzt einer wollen? Ne? Im Luftverkehr hat man ein großes Problem, da gab es keine Technologie und die Lücke schließen wir. Wir brauchen dazu Förderung. Der erste Punkt meint die Förderung für das Produkt. Wir haben bei der Alstom alle drei Gründe an dem Carbon Capture für die Großkraftwerke gearbeitet, sind recht weit gekommen und was eins von den Lessons learned von den, das lasse ich jetzt Englisch, war einfach, das Problem ist nicht so sehr die Projekte zu kriegen, sondern die Investoren zu finden, die das Eigenkapital einbringen, sondern dass man den Finanzierungsinstituten einen bankable Business Case zeigen kann. Und das geht unheimlich viel besser, wenn man eine Absicherung hat auf der Produktseite. Wir brauchen auch finanzielle Unterstützung für frühe Projekte, wo immer die auch sind. Das macht dann eben die Kapitalfindung einfacher. Aber der richtige Kick, den gibt es erst, wenn man entweder eine Preiszusage fürs produzierte Kerosin hat oder wenn man, wie in Amerika angedacht, eine Premium kriegt auf den Produktpreis. Ja, nochmal das mit Support Research and Development. Es wird hier eben nicht in der Schweiz die 5-Megamethanol-Anlagen geben, E-Megamethanol-Anlagen, die dann den Rohstoff produzieren, den wir dann zu SAF umwandeln. Dennoch, die Schweiz ist ja ein Hochtechnologieland und die kreativen Köpfe hier, die brauchen schon auch die Förderung, um frühe Technologie, frühe Forschung und frühe Technologieentwicklungen durchführen zu können. Und damit haben wir Schwierigkeiten gehabt. Das ist der zweite Bullet Point. Die Instrumente sind eigentlich da in der Schweiz, aber die Akzeptanz oder die Akzeptanz, dass hier was entstehen muss, wo dann nicht die gesamte Wertschöpfung in der Schweiz ist, die war nicht so da. Ja, what's in it for Switzerland? Was hat die Schweiz von unserem Businessmodell? Ich glaube, das haben wir alle schon erwähnt. Wir helfen, die Klimaziele zu erreichen. Hier nochmal, wir fördern die Hightech-Entwicklung in der Schweiz. Ja, und es gibt hier Beispiele, die ein ähnliches Businessmodell haben. Das ist die Casale in Lugano zum Beispiel, die auch eben dieses Technologie-Lizenzmodell haben, wo dann andere die Großanlagen für sie bauen. Es gibt international gesehen da noch mehrere davon. Da wären die Haldor Topsø zu nennen, die das sehr erfolgreich auch betreibt. Und es gibt die UOP aus USA, Honeywell-Firma, die macht das für den Raffineriebereich, hat die dann auch die ganzen Technologien vorrätig und hat so ein Businessmodell wie wir, bauen eben nicht die Anlage und liefern das Technologiepaket mit einem großen Anlagenbauer, die Anlage bauen kann und dann der Endkunde betreibt die Anlage und verdient am Produkt. Nichtsdestotrotz, das ist immer im Anlagenbau
mache es immer wieder hier und kommt immer wieder die Verstärkung durch. Das ist im Anlagenbau das Cappuccino-Modell. Ne? Also wir sind oben die süße Sahne und der Anlagenbauer hat dann den ganzen Kaffee da, der ist auch gut, aber dieses Lizenzmodell kann sehr erfolgreich sein und ist auch eine gute Art, Geld zu verdienen, insbesondere wenn man eben keine Firma ist, die eben diese 2000 Leute vorhalten will, um die Anlage dann auch zu bauen. Ja, natürlich kann man eben auch hier inländisch das ESAF produzieren. Man kann Methanol importieren vom Weltmarkt, man kann dann hier das veredeln zu ESAF, man kann sich auch an den Hydropower dranhängen. Insgesamt wird es dann interessant sein, insbesondere haben wir auch Interesse von der Militär, die militärischen Seiten haben ja inzwischen leider wieder etwas mehr Konjunktur, aber ich glaube, da ist das attraktiv, wenn man ein gewisses Kontingent wirklich in der Schweiz aus Schweizer Einsatzstoffen selber produzieren kann, für den Fall der Fälle. Das ist die letzte Folie. Oben ist wir fangen jetzt an schon, wir planen die Pilotanlage, fangen an, das Pioneer-Projekt zu entwickeln. Wir sind auf der Suche nach strategischen Partnern und Ankerinvestoren für diese Anlagen. Hier ist nochmal, wo die liegen können. Also wir sind da flexibel. Wir nehmen Wasserstoff, wir nehmen aber auch schon fertiges Methanol, wenn es dann grünes Methanol ist. Wir bereiten uns auf die verschiedenen Szenarien der Fördermittel zu bekommen, auch mit dem BFE. Und wenn wir, das ist die Erfahrung von anderen Technologieentwicklungen, die schon mitgemacht haben, wenn wir die Pilotanlage betrieben haben, anfangen diese Pioneer-Anlage zu engineieren und zu bauen, die eben 3,5 Millionen Liter pro Jahr hat, dann werden wir auch schon die Anfragen kriegen nach den wirklich Großanlagen und dafür dann auch die Projekte entwickeln, zusammen mit eben den Anlagenbauern, den EPC-Kontraktoren, die dann die Anlage bauen aufgrund unseres Technologiepakets. Und die sind dann 2 bis 4 Millionen Liter, aber pro Tag, nicht mehr pro Jahr. Passen dann wieder zu den größtmöglichen Methanol-Kapazitäten. Ja, das war's. Herzlichen Dank, Ulrich Koss. Wir machen es ganz einfach. Sie hatten vorhin auf dem letzten Slide, we are on our way, und wir sind auf unserem Weg in die Kaffeepause. Wir nehmen Sie ganz einfach mit nach draußen. Alle, die Fragen haben, bitte direkt bei ihm vorbeigehen, und wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder fürs Podium. Kaffee und Kuchen sind draußen bereit. Gute Kaffeepause, gute Erholung, guten Austausch und bis gleich.
Willkommen zurück aus der Pause. Es ist diskutiert worden bei Kaffee und Kuchen. Es sind Zeppelin-Fotos sogar noch hervorgeholt worden. Vorhin, all das hat da offensichtlich geklappt in der Pause und es ist diskutiert worden. Wir werden natürlich auch weiter diskutieren, dann später beim Apro. Jetzt geht's aber in unsere Podiumsrunde mit ganz vielen bekannten Gesichtern. Neu dazugekommen ist Thomas Häusler vom WWF und Daniel Hofer von Avenergy, von den Vertretern der Erdölindustrie und der Erdölimporteure. Ich würde gerne als kurze Eröffnungsrunde nach der Befindlichkeit fragen. Was ist denn heute schon alles passiert aus Ihrer Perspektive? Wo besteht Diskussionsbedarf? Was haben Sie bereits Überraschendes, Spannendes, Positives mitgenommen und was macht Ihnen Sorgen? Kurze Befindlichkeitseinstellung. Ich würde gerne Daniel Hofer bei Ihnen starten. Ja, besten Dank. Also Sie haben gesagt, wo besteht Diskussionsbedarf? Ich glaube, der besteht nicht, es besteht vor allem Handlungsbedarf. Und vor allem auch im regulatorischen Umfeld. Also wenn ich jetzt die Mitglieder unseres Verbandes ansehe, die Ölimporteure, da gibt es unterschiedliche, selbstverständlich, aber mindestens ein Drittel oder die Hälfte von denen haben Netto-Null-Ziele 2050 oder 2045, irgend so etwas. Ganz unterschiedlich, das sind zum Teil internationale, und drei große nationale Konzerne. Also die möchten etwas bewegen, aber die Rahmenbedingungen sind sehr ungewiss. Und es wird dauernd an den Regeln auch wieder geschraubt und das fördert natürlich die Investitionsbereitschaft nicht. Also wenn man jetzt investiert, dann ist das immer so eine Art, eine Wette auf irgendetwas, aber man ist auch nicht ganz sicher, auf was genau, dass man jetzt wettet. Und das ist schlecht, wenn man das Thema voranbringen will. Und deshalb glaube ich jetzt, wir hatten eine schöne Folie heute, oben netto null, dunkelgrün und hellgrün und dann unten bis 2050 rot. Rot ist die richtige Farbe, weil so schaffen wir das nie. Danke für dieses Befindlichkeitsthema. Es besteht Handlungsbedarf. Wie seht ihr das beim WWF? Wir haben großen Respekt vor diesem Thema, weil man hat gesehen, dass man einerseits eben, Christian Bach hat das sehr schön gezeigt, sehr schnell jetzt wirklich handeln muss. Gleichzeitig ist auch sehr schön aufgezeigt worden, wie viele Nebenwirkungen und Schwierigkeiten es dabei auf dem Weg gibt. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, dass man richtig priorisiert, weil offenbar wollen heutzutage alle diese E-Fuels haben, aber der Bedarf wird über lange Zeit begrenzt sein und dass quasi dann die richtigen Sektoren aus Klimasicht dann diese E-Fuels bekommen, das ist aus unserer Sicht natürlich absolut zentral und dass da die Steuerung, wie auch immer die dann geschieht, richtig passiert, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also auch aus eurer Sicht, wir brauchen Struktur, wir brauchen Führung, man braucht eine gewisse Gewissheit in dieser Ungewissheit. Ja, ich habe gesagt, wie immer das dann passiert. Also ich meine, wenn man regulatorische Möglichkeiten findet, wie man das quasi, was ist heute ein schönes oft gebrauchtes Wort im nördlichen Nachbarland, Technologie offen gestalten kann, aber es trotzdem in die richtige Richtung geht, dann ist das uns recht. Also wir haben nicht mehr viel Zeit, das heißt, viele Fehltritte sind nicht so sind nicht gut. Pfadabhängigkeiten, die geschaffen werden, zum Beispiel auch durch große Investitionen in die Bereiche, die vielleicht eben nicht die richtigen sind, ist natürlich auch nicht gut. Thomas, aus deiner Perspektive. Ja, also erstmal fand ich es bisher sehr, sehr spannend, die verschiedenen Einblicke zu sehen vorhin in den Impulsreferaten. Ich hätte eben was ganz Ähnliches gesagt wie du im Moment, Thomas. Welche Branchen, welche Sektoren, welche Anwendungen, die vielleicht Interesse an synthetischen Kraftstoffen haben, werden bedient oder müssen bedient werden? Ich denke, das ist auch nicht 100% klar, wo es eigentlich am meisten Sinn macht, initial, und wie es reguliert werden soll, ohne dass der Markt es entscheidet mit Maximalpreisen, wenn der Bedarf hoch wird, aber das Produkt nicht zur Verfügung steht in dem Ausmaße. Ich
denke, das ist ein, für mich ein ja, weißes Feld im Moment, wo ich noch viele offene Fragen sehe. Thyrin Lisbacher, Sie sind gestartet mit uns in den Nachmittag mit den Triebwerken und den Dichtungen und den Fuels. Wo haben Sie neue Perspektiven bekommen heute Nachmittag? Wo sind neue Gedanken aufgetaucht bei Ihnen? Tja, also im Prinzip, was ich sehr interessant gefunden habe, da gab es eine Verbindung zwischen dem, was ich gezeigt habe und dem, was Christian Bach gezeigt hat. Und im Übrigen, wir haben extra nichts abgesprochen vorher. Wir ließen uns überraschen, was wir hier bringen. Diese Geschichte, dass man halt, wenn man jetzt die Energie nicht einfach aus dem Boden zieht, was so praktisch war, oder? Sondern wenn man jetzt versucht, diese eigentlich ziemlich verdünnte, zwar eigentlich genügend Energie, aber es ist doch verdünnt, das zu nutzen und den Energiehunger zu befriedigen mit allerlei technologischen Lösungen, dass wir jetzt hier so ein Element haben, wo man versucht, bei den neuen erneuerbaren Energien quasi Speicher zu bilden, chemische Speicher zu bilden. Und ich habe das illustriert und habe gesagt, ja, man braucht die Speicher, man hat sie vergessen. Übrigens auch bei der direkten Elektrifizierung. Aus meiner Sicht hat man die vergessen und man muss dort zuerst die Hausaufgaben machen und nicht einfach versuchen, mehr erneuerbare Energie zu produzieren, wenn man es nicht in unseren Breiten hier für den Winter nicht verfügbar machen kann. Und da hat es eben diese Verbindung gegeben mit der flexiblen Last, also dass man eine Anlage für Synfuels so auslegen muss, dass sie eben diesem variablen Produktionsmuster besser folgen kann. Weil das ist das Problem, also wenn man etwas aufladen kann, wenn man ein Gerät in Betrieb, dann wird es zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach zack, will es Energie, oder? Und wenn das nicht zusammenstimmt, hat man ein Problem. Und da mit diesen Anlagen kann man dann echt eigentlich durch diese Flexibilisierung kann man dort dieses Muster aufnehmen, braucht dann nicht Speicher, weil die Speicher, oder wenn Sie an Batterien denken, das kann man einfach vergessen, diesen Größenordnungen. Und das war für mich ein zusätzlicher wichtiger Aspekt, auch im Zusammenhang eben mit Projekten, die wir vielleicht auch verfolgen von meinem Amt her. Wir öffnen die Runde ganz einfach für Ihre Fragen. Dafür sind wir da, dafür ist der Anlass da, dass diskutiert wird. Ich habe mir sagen lassen in der Pause, das Ding darf auch herumgekickt werden. Also die Fußballprofis unter Ihnen dürfen gerne. Wer möchte starten, dass wir ganz, ganz zügig zu möglichst vielen Fragen kommen und in den Diskurs gehen können? Bitte schön, Sie sind dann verantwortlich, dass das Ding auch weiterkommt. Dankeschön. Peter Metzinger, Co-Geschäftsführer von SPIN. Ich möchte in Frage stellen, dass man diskutieren muss über die Sektoren, wo die Synfuels eingesetzt werden sollen. Weil ich gehe aus von der Prämisse, wir elektrifizieren so schnell und so umfassend, wie wir können. Punkt. Da ist die Politik dran, Europa ist dran, da gibt es auch keinen Widerstand. Dieser Widerstand, der angebliche, der ist herbeigeredet. Ich sehe das nur auf der Seite derjenigen, die alles elektrifizieren wollen, dass sie denjenigen wie mir zum Beispiel, die zusätzlich die Synfuels, also beides wollen, nach dem Motto doppelt gemoppelt hält besser, unterstellen, wir würden hier eine Konkurrenz sehen. Dem ist nicht so. Ich denke, wir sollten uns darüber Gedanken machen, wenn wir so schnell wie möglich elektrifizieren und alles elektrifizieren, was wir können, wie kriegen wir so viel wie möglich Synfuel für den Rest, der einfach darauf angewiesen ist, damit wir das nicht fossil betanken müssen. Das sind ja nicht nur Automotoren und Flugzeugmotoren, das sind auch Motoren von Maschinen, die das ja auch brauchen. Also wir sollten aufhören mit dieser Diskussion und einfach schauen, dass wir beides so schnell wie möglich hochfahren können. Ja gut, ich glaube, also wir haben, wenn ich darf, wir haben gesehen, dass es über längere Zeit eine große Knappheit geben wird. Und wenn ich jetzt
aus Klimasicht schaue, dann haben wir diese Budgetrechnung des IPCC, die klar zeigt, dass es eine Rolle spielt, wie viele Tonnen CO2 ich bis zu Netto Null, wenn wir es denn bis 2050 schaffen, bis dahin auf diesem Weg noch in die Atmosphäre ablade. Und wenn ich das optimieren kann, indem ich quasi das einfach von den Wirkungsgraden und so weiter optimal verteile, die Energie, die ich zur Verfügung habe und die sauberen Treibstoffe, die ich zur Verfügung habe, dann habe ich unter dem Strich etwas gewonnen fürs Klima und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Da sehe ich aber keinen Widerspruch, weil elektrifizieren so schnell wie es geht und so umfassend wie es geht, das heißt, Strom, der in Europa produziert wird, der geht in batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge. Punkt. Alles andere macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, Sinnfuel in Europa zu produzieren. Aber wenn wir zusätzliche Energiequellen erschließen können mit Sinnfuels, wie zum Beispiel eben Patagonien, warum soll man das nicht machen? Kommt noch hinzu, die Fliegerei ist sehr preissensibel. Sie haben Porsche erwähnt als Beispiel. Die Fahrer von Porsche, die sind gerne bereit, mehr zu bezahlen. Das heißt, die können die erste Generation der Anlagen leichter finanzieren, die dazu führt, dass über Skaleneffekte die Kosten runterkommen. Die zweite Generation ist schon günstiger und dann geht es auch in die Flugzeugmotoren rein. Entscheidend ist doch, wenn wir elektrifizieren, was wir können, dann ist alles elektrifiziert, was möglich ist. Was machen wir mit dem Rest? Die Frage, die sich stellt, ist, soll der Rest fossil betankt werden oder soll der Rest erneuerbar betankt werden? Das ist die einzige Frage, die sich stellt. Und letztendlich spielt es keine Rolle, ob ein Liter Sprit im Flugzeug in CO2 umgewandelt wird oder im Auto. Die Menge an CO2 ist in beiden Fällen identisch. Das sagt der Massenerhaltungssatz. Ja, das ist schon richtig, aber ich glaube, also den Porsche-Fahrer habe ich nicht erwähnt. Ich glaube, die Rechnung, die Sie machen, stimmt nicht ganz, weil ich glaube nicht, dass Sie eine zusätzliche Beschleunigung vom Scale-up bekommen, nur weil zwei Porsche-Fahrer mehr vielleicht Sinnfuel kaufen, sondern es ist tatsächlich so, dass wir wahrscheinlich die Geschwindigkeit, die maximale eh hinkriegen, die halt eben hinkriegbar ist mit den regulatorischen Möglichkeiten, die irgendwie am Entstehen sind. Und deswegen ist es wichtig, dass dann diese Mengen halt dann an die Orte gelangen, wo sie letztendlich auch sinnvoll dann verwendet werden. Und ich glaube, solche Beimischpflichten, die können das helfen. Und natürlich, weil das Ganze ist ja immer eine Frage auch dieser Additionalität. Ich meine, wer bestimmt dann, was zum Beispiel jetzt noch zusätzlich ist oder was halt sowieso entstanden wäre mit dem gleichen Investorengeld. Aber ich will das hier nicht monopolisieren. Also es gibt, Kurz einen Kommentar dazu machen oder Stellung dazu beziehen. Letztendlich, natürlich, wenn wir alles schnell elektrifizieren und alles elektrifiziert haben und so weiter, das Bild ist relativ einfach. Nur wir sind weit weg, bis wir das erreicht haben. Und bis dahin, bis wir die Menge an Strom haben für alle elektrifizierten Fahrzeuge und industrielle Prozesse, die elektrifiziert werden können, etc., etc., plus die limitierte, zumindest zu Beginn oder um einige Jahre potenziell limitierte Verfügbarkeit von synthetischen Kraftstoffen, so wird die Realität sein. Und die Realität dann bei synthetischen Kraftstoffen, der Markt wird entscheiden, letztendlich, der internationale Markt letztendlich wird entscheiden, wer den Liter oder die Barrel oder was auch immer an dem synthetischen Kraftstoff dann letztendlich kauft. Und das kann auch ein Gaskraftwerkbetreiber sein, weil er sagt, ich will jetzt hier einen synthetischen Brennstoff durch mein Gaskraftwerk geben. Das ist sehr hochinteressant, das ist sehr effiziente Verbrennung. Und dann ist das die Konkurrenz zum Beispiel zur Luftfahrt oder auch die Konkurrenz zu industriellen Maschinen, die potenziell mit entsprechenden Kraftstoffen betrieben werden müssen. Und ich denke, der Markt ist was, wo und der internationale Markt speziell ist was, wo man berücksichtigen muss. Und da ist so ein idealisiertes Bild, wie Sie das zeichnen, das ist richtig, aber in der Realität, glaube ich, wird es über viele Jahre anders aussehen. Ich darf Sie bitten, gerne den Würfel direkt da zwei nach rechts weiterzugeben. Ich möchte gerne Daniel Hofer noch kurz hören. Bitte schön. Also vorhin hieß es, wohin das geht, dass es der richtige Weg ist oder wo wir es wollen.
Ich glaube, es gibt einen ganz einfachen Indikator, wohin das geht. Das ist der Preis. Also du hast dort den Markt genannt, das ist der Preis. Derjenige, der am meisten dafür bezahlt, wird es bekommen. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie teuer es ist, CO2 in die Luft zu blasen. Und solange das billig ist, sind diese Diskussionen schwierig. Wenn das teurer wird und wenn ich also mindestens das schweizerische CO2-Gesetz ansehe, dann wird es sehr teuer, wenn man das Ziel verfehlt. Dann gehen einfach die Preise hoch fürs Fliegen. Ganz einfach. Dann wird weniger geflogen. Dann hat man weniger Ausstoß und diejenigen, die dann noch sich das leisten können, die sind dann auch bereit, den höheren Treibstoffpreis zu zahlen. So wird sich das regulieren. Das ist jetzt ein Beispiel und das wird bei vielen anderen Sektoren in der Mobilität irgendwo oder auch im Gebäudebereich wird das genauso der Fall sein. Also wir sind beim freien Markt mit Angebot, Nachfrage, ja. Dann die Regulatorien, die sich auch sehr rasch ändern können, also die Rahmenbedingungen verändern sich, das hat wiederum dann einen Einfluss auf den Markt und so wird das Ganze dann auch spielen. Und das meinte ich vorhin, oder? Diese Rahmenbedingungen sollten einigermaßen berechenbar sein. Also ich müsste jetzt schon wissen, wenn ich mich jetzt nicht bewege, was bezahle ich dann in 5 Jahren für das CO2? Dann habe ich eine Motivation, Investitionen in eine gewisse Richtung zu lenken, als Unternehmer, aus Unternehmersicht. Jetzt ist das Einzige, also ein anderes Problem hat man mit dem CO2-Preis, der ist nicht global. Das wird es nie geben. Oder es wird nie einen globalen CO2-Preis geben. Und da sind wir natürlich, bewegen wir uns dann in protektionistischen Märkten. Das zeichnet sich jetzt ja auch ab. Also Europa möchte ja diese Steuer einführen auf Produkten, also auf, zunächst einmal auf schweren Produkten wie Metall, gewisse Chemikalien, weiß ich was, Treibstoffe, die außerhalb von Europa unter anderen Regeln produziert wurden. Wenn man die importiert, muss es Zölle geben, damit die Spieße, die ökonomischen, gleich sind wie die Anlagen, die das mit anderen Methoden im europäischen Raum machen. Und ich denke, dass hat gute Chancen, dass das auch kommt. Dann wird Europa etwas isoliert, die vielleicht da netto null erreichen, aber die Welt auf keinen Fall. Aber das, was Sie vorher gesagt haben, war doch ein Plädoyer, dass es in der Schweiz auch einen CO2-Preis auf Treibstoffe gibt, weil den gibt es bisher ja noch nicht. Es gibt einen, aber er ist einfach sehr gering. Ja, beim genau. Heizöl gibt es... Aber ja, nein, vergleichbar mit also dem Heizöl. Also wenn man das will, muss man voraus... schauend wissen, was kostet das CO2 jetzt, in 3 Jahren, in 5, in 10. Weil dann beginnen die Leute an, unternehmerisch sich auszurichten. Aber eben, das heißt, man braucht jetzt einen hohen Preis, einen realistischen CO2-Preis für Treibstoffe. Ja, natürlich. Gut. So, bei der Einigkeit belassen wir es kurz. Theorin ja, Liesbacher, bitteschön. Ja, es war ja eine Frage und ich nehme die auf, oder wegen dieser Beimischpflicht, jetzt was den Luftverkehr anbelangt, Beimischpflicht von Sustainable Aviation Fuels und wie das dann austariert wird. Und eben, ich habe in die Pause noch genutzt, kurz abgesprochen mit meinem Kollegen. Es ist in etwa so, dass man davon ausgeht, dass wenn diese Initiative, das ist fast sicher, dass sie umgesetzt wird, diese Beimischpflicht schrittweise, das führt zu einer eigentlich minimalen Erhöhung der Flugticketpreise jährlich. Das ist sehr wenig, das ist so im Prozentbereich, geht man davon aus, man so gerechnet hat, 1% pro Jahr geht es rauf. Aber man muss einfach natürlich überlegen, eben, ich bin nicht Ökonom, aber das ganze System, also wenn man hier lokal, Europa ist immer noch lokal zu betrachten für den Luftverkehr, können wir hier nicht irgendwie 10% Beimischung so auf der Insel installieren. Oder es muss so sein, dass natürlich dann der Wirtschaftsteil des Luftverkehrs sozusagen, dass das irgendwie noch funktioniert und dass es nicht zusammenkracht. Das heißt, das ist eben so ein feines Spiel, das man dann realistischerweise berechnen muss. Das ist genau die Vorhersehbarkeit, die Sie erwähnt haben. Und oder? Das ist das Problem des ganzen Systems. Es stimmt natürlich, wenn man es ändern will, muss man den CO2-Preis erhöhen. Aber man kann ihn nur erhöhen im Konzert mit den anderen.
Wenn wir als Schweiz das selber tun, dann machen wir die Wirtschaft in der Schweiz kaputt. Deshalb geht das nicht. Oder? Das muss synchron gehen. Und ich sehe das größte Spiel für dieses synchrone Vorgehen ist die EU. Weil die haben alle in etwa so die ähnlichen Vorstellungen, wie man das machen kann. Aber schon in den USA ist fertig. Und die anderen Länder sowieso, die hören ja gar nicht, was die Europäer sagen. Reicht das, wenn diese größte Ebene die EU ist? Ja, für die Politik hier reicht es. Aber wenn man das Problem weltweit betrachtet, natürlich nicht. Weil Europa ist ein Kontinent mit 500 Millionen Einwohnern und das ist es dann. Es gibt aber 8 Milliarden. Also. Die nächste Frage. Ja, Sie haben meine Frage geklaut. Ich wollte die Diskussion in genau diese Richtung lenken. Die Sache ist halt einfach, oder? Das 1,5-Grad-Ziel ist de facto kaum mehr erreichbar, wenn wir so weiter davon spazieren, weil es geht definitiv zu langsam voran. Und Corsia ist ja eine Maßnahme oder von der ICAO, um dieses Fliegen nachhaltiger zu gestalten. Aber da sind natürlich die Ziele viel zu wenig ambitioniert gestellt. Und ich denke, AV Energy hat es richtig gesagt, ja, also der CO2-Preis ist um Vielfaches zu tief. Und das muss halt hoch. Und sonst fühlen wir da keinen Druck. Oder ist es vielleicht, also gibt es vielleicht jemanden im Raum, der sagt, nee, die intrinsische Motivation des Marktes wird dann schon genügend hoch sein, um da die Produktion zu steigern. Nö, okay, gut. Sind wir uns einig? Also es braucht Incentivierung, es braucht Druck, es braucht aber auch eine gewisse Vorhersehbarkeit oder Planbarkeit in dem Moment auch, dass genügend Zeit auch besteht, zu entscheiden, in die richtige Richtung zu lenken. Von wem kommt die nächste Frage? Wir bringen den Würfel hier noch ein bisschen in Bewegung, bis in die Mitte gerne. Auch mit zwei Würfen, wenn das einfacher ist, genau. Ja, das hat ja schon mal perfekt funktioniert. Genau, also ich bin Markus Friedl von der Ostschweizer Fachhochschule. Ich sehe ein Problem in der Regulierung, also sustainable. Was ist sustainable? Wenn das CO2 aus einem Kohlekraftwerk kommt, wenn der Strom aus einem Atomkraftwerk kommt, das wird irgendwo auf der Welt produziert, muss das physisch in die Schweiz gebracht werden oder nicht? Es ist immer noch unmöglich, Biogas zu importieren zum Beispiel und das in der Schweiz angerechnet zu bekommen, also den erneuerbaren Teil, da ist man schon seit 10 Jahren dran und jetzt reden wir hier davon, das muss auch schnell gehen und ich sehe hier wirklich eine Knacknuss bei den Regularien, also was wird akzeptiert als Sustainable Air Fuel in der Schweiz, also Agrofuel, wird das akzeptiert oder nicht und welche Stromarten sind zugelassen und wie wird das zertifiziert, wie wird das kontrolliert, also es ist eine riesige Baustelle, die hier noch offen ist und die uns eigentlich die ganzen Ideen, die wir jetzt haben, wo wir uns ja auch weitgehend einig sind vielleicht in diesem Raum, diese ganzen Ideen dann kaputt machen könnte? Ja, da gibt es eine wichtige Zusatzinformation. Also Corsia wurde angesprochen. Das ist ein Kompensationssystem, also Carbon Neutral Growth of Aviation. Aber was dort enthalten ist, ist eben doch ein Riesenschritt, der da gemacht wurde, nämlich im Rahmen dieses Konzepts, wo im Moment, glaube ich, 145 Staaten sich bereit erklärt haben, mitzumachen, ist es so, dass wenn die einen SAF einsetzen, um ihre Emissionen zu reduzieren, dann sind genau die Lifecycle-Kriterien definiert worden. Und die kriegen nur die Reduktion angerechnet, die auf Basis des Lifecycles erzielt wurde. Und also die Dokumente, das ist öffentlich, man kann sehen, das ist standardisiert worden. Von daher hat man auch einen Standardwert für fossilen Treibstoff als Basis, oder, wo man ausgeht, das ist fossil und wie weit komme ich jetzt runter. Das heißt, wenn jemand einen schlechten Fuel nimmt, der nur 10% bringt, dann kriegt er auch nur 10%. Und da muss ich zwar noch ergänzen, was dort noch offen ist. Also man hat das für diejenigen SAF gemacht, die global verfügbar sind überhaupt für diese Prozesse. Und was noch fehlt, sind die elektrischen. Die Produktion von elektrischer Energie, die ist dort noch nicht behandelt, weil eben
dieser Anteil elektrischer Energie bei den bisherigen Biogenen nur sehr klein ist, ein paar Prozent. Aber jetzt natürlich, wenn man einen elektrischen hat, muss man auch das, genau wie Sie gesagt haben, muss man das genau reglementieren, oder? Und das ist jetzt aktuelle Arbeit. Also das Schöne ist eben, dass es, weil es dann ICAO-Standard ist, dass es eigentlich globale Standards sind, die dann automatisch eigentlich überall gelten. Aber das ist ein Weg und das ist ein wichtiger Punkt und ich habe es ja versucht darzustellen, oder? Man muss eben auch aufpassen, wenn man Sachen nimmt, ich sage es mal so, jetzt lapidar, die keinen Auspuff haben oder wo kein CO2 rauskommt, das ist eben Wasserstoff oder elektrisch. Und das heißt noch lange nicht, dass man dort gut ist. Oder? Dann, man muss wirklich schauen, genau wie es gemacht ist. Ja, ich hoffe, dass das hilft, auch ein bisschen zu sehen, auch wenn man international, global jetzt, was die Luftfahrt anbelangt, ja, kann man sagen, das ist vom Konzept her weniger als ein Cap-System. Also wenn man global die Emissionen zum Beispiel der Luftfahrt cappen würde, so wie im ETS, dann wäre das noch wirksamer, sicher. Aber auf der anderen Seite hat man schon ein erstes globales System und zusammengerechnet vermutlich mehr als das ETS sogar im Moment bringt. Oder? Also das ist eine schwierige Sache, aber nur, ich sage es nochmals, also sogar unser Amt ist daran beteiligt, jetzt für die elektrisch basierten Treibstoffe mitzuhelfen, dort gute Kriterien zu definieren. Nächste Frage, bitteschön. Serge Piola, Pesi, ich möchte hier noch anfügen. Wir waren letzte Woche an einer großen Biomassekonferenz. Man hat so den Eindruck, dass die Wirtschaft sagt, ist ja schön, was die Politik sagt, vergesst es. Und das Zweite, wenn ich jetzt zum Beispiel spreche über Safeis Äthiopien, man hört, ICAO sagt, diese Anforderungen, die sind etwas laxer als die europäischen. Deshalb die Frage an dich, Theo, wie siehst du jetzt, was ICAO da uns bringen wird? Und wie weit sich da quasi Europa an den Fuß schießt. Weil wir sprechen nicht davon, dass die Schweiz auch eine dritte Variante hat. Also dieses Wechselspiel, ICAO, global, Europa, was ist da deine Prognose? Ja, ich muss jetzt sagen, also die europäische Regelung, die mit diesem Blending Mandate zusammenhängt, die kenne ich im Detail noch nicht. Aber mein Kollege kennt sich gut aus. Wenn man jetzt das genau gewichten müsse, was sind die Unterschiede oder so, das kann ich im Moment nicht beantworten. Was dann laxer heißt oder so, ich wäre da etwas vorsichtig. Eben, ich habe gezeigt, das Beispiel von Deutschland, also wenn man in Deutschland jetzt einfach eine PTX-Anlage ans Stromnetz hängt, dann macht man viel, viel mehr CO2, als wenn man direkt den fossilen Brennstoff nimmt. Also von dort her ist in Europa ist da einiges gefordert, damit dann nicht Blödsinn passiert. Also der Kollege, das ist der Boris. Ja. Weiß wer jemand, wo der Boris ist? Der müsste da sein, genau. Also das ist der Kollege. Wenn ihr Fragen habt, geht zu Boris. Genau. Genau. Sonst kann der natürlich das Mikrofon. Ja, wir geben haben. Das Mikrofon rüber für eine kurze Antwort und dann gerne beim Apéro später noch vertiefen. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier kurz Stellung zu beziehen. Gerne kurz aufstehen, dass wir den Kollegen alle sehen. Wunderbar. Ich bin der Kollege. Danke. Ich sehe das Problem, dass es verschiedene Regulierungen gibt, respektive die eben noch nicht gibt. Die sind bei der ICAO in Entwicklung, in der EU in Entwicklung und in der Schweiz in Entwicklung. Und ich verstehe, mir geht es genauso. Ich hätte es auch gerne, wenn diese Regulierungen schon da wären. Das Einzige, was ich sagen kann, die werden momentan auf allen Ebenen mit Hochdruck entwickelt. Also diese Situation, dass wir keine langfristige Sicherheit haben, die wird so meines Erachtens nicht mehr lange bestehen. Es gibt da große Schritte auf jeder Ebene, dass diese Regulierungen zustande kommen. Jetzt, was die Konkurrenz dieser Regulierungen angeht, ich glaube, es ist illusorisch, dass es global nur eine gibt, das ist klar. Die Rahmenbedingungen sind komplett unterschiedlich, global, Europa und in der Schweiz. Was wir, und ich kann da nur für unser Amt sprechen, für das BATSL, was wir versuchen, ist, das Ganze so einfach wie möglich zu gestalten.
Das ist ein Versprechen, ob das dann funktioniert. Ich glaube, das sehen wir dann in ein, zwei Jahren. Merci. So einfach und so klar wie möglich. Ich möchte gerne zum Abschluss einfach ein kurzes Statement. Wer, wo ist der Ball? Wie geht's weiter? Was sind die nächsten Schritte, dass wir wirklich vorankommen, nicht beim Reden bleiben, sondern eben ins Handeln kommen mit möglichst hoher Klarheit und Sicherheit? Wo geht die Reise hin? Theo Rindlisbacher. Meine Hoffnung ist, dass der Wert von Energie steigt, dass auch das Verständnis dafür, dass Energie eigentlich sehr viel wertvoller ist, als wir meinen. Und von dort her muss Energie längerfristig wohl mehr kosten. Und eben die Krux dabei ist, dass man nicht einseitig auf der einen Seite der Welt nicht mehr wirtschaften kann. Oder das ist dieser große Spagat. Und wie viel kann man da weitergehen, bis es sich längerfristig dann irgendwie auszahlt? Also auszahlt im Sinn, dass man auch überlebt. Oder? Daniel Hofer? Ja, also ich sehe es ähnlich. Die Energie, die wird einfach teurer. Auch durch diese Gesetze jetzt, die kommen mit den Strafen, wenn man die CO2-Ziele nicht erreicht. Oder? Und das wird natürlich für gewisse Leute einen Wohlstandsverlust bedeuten, das ist ganz klar. Andere werden etwas davon profitieren. Und ich glaube, ganz schwierig wird sein, dass man die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Wirtschaft damit nicht kaputt macht. Oder? Da müssen wir sehr stark darauf achten, und da uns wahrscheinlich eher an Europa als an uns selbst orientieren. Weil was wir hier machen, ist noch irrelevanter, was die Europäer machen. Die sind doch einiges mehr. Also auch da die Einigkeit, je größer, je großflächiger alles getragen ist, umso besser auch für die Wirtschaft. Ja, weil dann bleibt ein großer Markt mit ähnlichen Rahmenbedingungen für die Spieler in diesem Markt erhalten. Thomas Häusler? Also ich möchte da anschließen an eben dieses Diktum, dass die Energie quasi wertvoller ist, als sie bisher eigentlich ist. Und wenn man das weiterdenkt, denke ich, ist auch eine Ehrlichkeit in der Diskussion nötig, dass man zum Beispiel, wir haben das ein bisschen angetönt bekommen in den Vorträgen, beim Flugbetrieb, dass auch sieht, was können wir quasi leisten an SAFs und was ist momentan oder projektiert an Flugverkehr da, dass das wahrscheinlich nicht zusammenpassen wird und dass es auch von der Nachfrageseite her einfach eine Reduktion brauchen wird. Thomas Schmitz aus Sicht des PSI. Zwei Kommentare. Der erste, wenn ich mich anschließen darf, ich zitiere, hatte ein Gespräch vor zwei Wochen mit einem CEO von einem Zementwerk in der Schweiz und da ging es eben auch um das Thema und CO2 und Kosten für CO2 und er sagte mir, solange es fair ist für alle, liegt da drin unwahrscheinlich viel Chance für mein Zementwerk, weil ich neue und andere Sachen vielleicht auch gezwungen bin, machen zu müssen und er hat gesagt, ich sehe das nicht negativ. Ich fand das ein sehr interessantes Statement, weil er eben die Chancen sieht, die sich daraus ergeben, für ihn und für sein Business. Und ich glaube, das ist eine Perspektive, die fand ich super. Ich glaube, dass so eine Perspektive zu nehmen ist, so ein bisschen das Glas ist eher halb voll als halb leer. Und wir machen das Beste auch draus und neue Türen öffnen sich. Und dann hat man auch die Chance, den Wohlstandsverlust, der angesprochen wurde, auch potenziell zu minimieren. Neue Türen öffnen sich. Die Türen, die sich jetzt dann gleich öffnen, sind die Türen des Saals. Draußen steht nämlich der Apéro bereit. Wir kommen nicht zu einem Ende, sondern das ist jetzt der Beginn natürlich der weiteren Diskussionen, die Sie draußen haben werden, im Austausch haben werden, mit unseren Referenten von heute haben werden. Die Referenten möchte ich bitten, dass wir uns ganz kurz noch bei Michel Kalusek treffen, dann vorne für ein Gruppenfoto. Dann stehen die Referenten Ihnen zur Verfügung mit allen Fragen, die Sie haben, mit allen Antworten. Ich möchte gerne noch für einen großen Applaus bitten für das Team des PSI, für die Organisation des heutigen Tages. Großes Dankeschön an das PSI-Team. Gebt einen Riesenapplaus für euch. Applaus
Und Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Dasein, fürs Mitdenken, fürs Mitdiskutieren und fürs Mitgestalten. Ganz einfach für uns alle. Schönen Nachmittag. Dankeschön.